1000 Follower, die ich jetzt habe, da bin ich Sonntag wieder live, ja, für die, die das wissen wollen. Sonntag bin ich wieder live. Dort werde ich nämlich wieder freigeschaltet am Samstag, allerdings erst in der Nacht, weil ich spät in der Nacht erst gesperrt worden bin. Also machen sie mich auch wieder in der Nacht auf. Und dann, ja, Leute, und dann bin ich auch am Sonntag hoffentlich dann nochmal live dabei. Ja. Und dann schauen wir mal zu, was die klügsten der klügsten Muslime mir zu sagen haben. Nein, Stutzi kommt heute auf gar keinen Fall rein. Er muss sich auf ein paar Sachen vorbereiten. Aber ich habe mit Stutzi gesprochen und er meinte, nach seinem Gerichtsstreit in Hamburg wird er mit mir in einen Livestream kommen auf TikTok. Und dann auch der Edwin. Ja, der Imad Karim sicherlich nicht. Der wird so, sich solche Dinge nicht antun. Aber der Edwin und der Stürzi sehr wohl. Genau, Aaron. Es geht um Aufklärung in Deutschland. Es geht hier nicht. Wir wollen hier keine Religion begünstigen, auch nicht eine Religion benachteiligen. Aber lasst uns in Ruhe. Ganz einfach. Es geht nur um diese Sachen hier. Mehr nicht. Ja. So, dann auch, lass doch auch das Thema Christen doch einfach weg, das schadet nur. Nein, ich bin Freidenker, ich denke in alle Richtungen. Wenn mich etwas stört, ich bin allgemeiner Religionskritiker. Mir setzt niemand einen Maulkorb auf. Ich habe keinen Respekt vor diesen antiquierten Religionen aus dem Nahen Osten. Und dazu zählt der Islam und das Christentum und das Judentum genauso. Ich habe schon vor 6 Jahren das Christentum und Judentum in meinem Blog thematisiert und ich werde das auch weiterhin machen, ja. Grüß dich, Carsten. Ja, herzlich willkommen. Ich denke in alle Richtungen. Wenn ich glaube, dass mir der Schuldkult im Christentum nicht gefällt, dann mache ich natürlich den Mund auf. Ja, dann sage ich das. Das ist genauso toxisch wie im Islam, dass du in die Hölle gehst, wenn du nicht an Allah glaubst. Ja, dieser Schuldkult. Du bist sündig geboren. Die Frauen sind schuld daran, dass Adam von der Frucht gegessen hat. Was für eine erbärmliche religiöse Dogmalehre das ist, die Frauen einredet, sie seien aus der Rippe des Mannes geschaffen, obwohl das biologisch völliger Unsinn ist, und die Frau sei schuld, dass Adam überhaupt von dieser Frucht gegessen hat. Ja, come on. Also, das ist nicht schlimm, Rom K 316. Du musst auch der BPE nicht beitreten, ja? Das ist nicht schlimm. Wir sind keine christliche Organisation. Wir begünstigen Christen nicht, ja? Ja? Und wenn du aus christlichen Motiven der BPE beitreten möchtest, bist du sowieso falsch. Ja, ja. Wann geht's los? Wenn Muslime natürlich kommen. Im Moment stehen wir konstant bei 110. Und wenn jetzt ein Muslim gerne hochkommen möchte, dann herzlich willkommen. Dann fangen wir an. Dann unterhalten wir uns. Ja, Sonnenschein, vielen Dank, mein Lieber. Ja, was ist los mit den Christen? Denk mal an Menschen in Deutschland, ja. Frage, sind dieses Jahr vielleicht noch Kundgebungen? Ja, wir haben eventuell Kundgebungen geplant für Ende September und dann mal gucken, wie viele Kundgebungen wir noch machen können. Aber irgendwann mal im Dezember ist Schluss, dann machen wir unsere Winterpause bis März und dann hoffentlich haben wir endgültig alle Probleme so gelöst, dass wir dann wieder 2 Kundgebungen pro Woche machen können. Kian, was sagst du zu Armeniern im Berg Karabach? Ja, denen gehört der Berg. Es gehört nicht den Aserbaidschanern. Und ich drücke den Armeniern alle Daumen, dass sie diesen faschistoiden, aserbaidschanisch-schiitischen Muslimen die Stirn bieten. Ja, weil da geht's um puren türkischen Nationalismus. Und das feuern auch die Türkstaaten auch richtig an, die Türkei zum Beispiel. Ja, deswegen, ich mag die Armenier. Deswegen, Berg Karabach ist deren Region und viel Glück. So, werden heute wieder Buschig stramm gezogen, Carsten Wiemann? Ja, na klar. Ich werde so oft ich kann an jeder Kundgebung teilnehmen. Aber wir haben in Zukunft auch andere Projekte vor, die stehen jetzt im Raum, die will ich nicht weiter thematisieren. Wir wollen die BPE nicht nur Kundgebung machen lassen, sondern wir müssen im Vorstand auch mal die Idee besprechen, dass wir eventuell auch mal andere Dinge machen. Aber da das jetzt noch nicht vollends abgesegnet ist, will ich jetzt auch das nicht im Alleingang jetzt bestätigen. Aber es gibt große Sympathie innerhalb des Vorstands, dass wir die BPE auch zusätzliche Arbeit geben werden, die zu einer Steigerung der Popularität der BPE führen wird und so weiter und so fort. Und magst du Türken nicht? Na, ach Quatsch, nein.
Weißt du, Ex-Muslimer, ich habe überhaupt kein Problem mit irgendeiner Rasse auf dieser Erde. Was ich hasse, ist ein tödlicher Nationalismus. Und ein hässlicher Nebeneffekt der türkischen Republik ist, dass es einen unglaublichen türkischen Nationalchauvinismus gibt. Ne mutlu türküm diyene, ja, glücklich der sich Türke nennen kann. Steht auf jeder türkischen Tageszeitung. Ich weiß, es ist ein Slogan aus der Zeit von Atatürk und ich verstehe auch, Atatürk musste, als er aus dem Osmanischen, als er das Osmanische Reich zusammengefaltet hat, musste er eine neue Nationaleinheit schaffen und da musste er natürlich einen Pan-Türkeismus schaffen, der auch das Volk zusammenhält. Aber, ich bin ein großer Feind von nationalistischen Tendenzen, ja. Ein totaler Feind von solchen Dingen. Ich mag keine iranischen Nationalisten, keine kurdischen Nationalisten. Hautfarbe und Herkunft spielt für mich überhaupt keine Rolle. Das Einzige, was bei mir im Leben immer eine Rolle spielt, ist die Kultur. Wie erzieht die Kultur Menschen und wie sozialisiert eine Kultur die Menschen? Und da kann man anecken, kritisieren, aber vorher nicht, gar nicht, ja. Und deswegen ist es sehr wichtig. Aber ich habe gute türkische Freunde, die sowohl Aleviten sind, als auch Sunniten, als auch Schiiten. Und, also die diesen religiösen Kreisen angehören. Und das ist mir völlig egal. Also, ich habe vielen Dank, Löwenherz, Paddy, Dankeschön. Ja, mir geht's nicht darum, ja. Es ist immer sehr wichtig, dass man, ja, zu viel Nationalstolz ist nicht gesund. Jeder kann seine Heimat mögen, wenn er eine Verbindung hat, völlig in Ordnung. Ich sage nichts, dass Türken eine Beziehung zu der Türkei haben. Warum sollten sie die auch nicht haben? Ja, aber ich mag dieses Chauvinistische nicht. Ich hatte mal mit einem Türken damals während meiner islamischen Zeit gesprochen, der meinte, alle Völker stammen von den Türken ab zum Beispiel. Langweilig, das geht auf die Nerven, wenn man solchen Unsinn hört, ja. So, ich fordere hiermit Muslime auf, gerne hochzukommen. Hochzukommen und gerne hier hochzugehen. Kasarat, es geht nicht so sehr um Zerfetzung. Also schau mal, lieber Kasarat, ich habe das immer wieder gesagt, ich will keine Marisa Fanta, du was nur mit denen, die wenig Ahnung haben. Marisa, bitte komm hoch. Warum spielt ihr immer Anwälte von Abul Bara? Ja, komm hoch, Marisa, komm, ich lade dich recht herzlich ein. Wenn du glaubst, dass du was weißt über den Islam, bitteschön, dann diskutieren wir. Ich kann nichts dafür, dass ein Abul Bara jetzt hier nicht drin ist. Ich kann nichts dafür, dass Pierre Vogel jetzt hier nicht drin ist. Ich kann nichts dafür, dass Anas Islam jetzt nicht hier drin ist und dass all die klugen Köpfe da draußen, ja, nicht jetzt immer in meinem Stream sind. Was soll ich machen? Schnell mal herausfinden, wo die Leute wohnen oder die Telefonnummer herausfinden, um sie anrufen. Sorry, ich bin jetzt drinne. Jetzt. Ja, ich habe keine Angst vor Abul Bara. Ich hol hoch. Abul Bara kann hier jederzeit hochkommen. Anas Islam kann jederzeit hochkommen. Jeder Muslim kann jederzeit hier hochkommen. Oder begrenze ich das? Kann ich mir aussuchen, wenn da steht Marisa Fanta? Woher soll ich wissen, dass hinter Marisa Fanta nicht ein hochintelligenter Muslim steckt? Ja, ein gut ausgebildeter gläubiger Muslim steckt. Also was erzählt ihr, Leute? Hört doch auf mit dieser Wehleidigkeit, mit diesem Gekränktsein. Ihr denkt immer, wenn ihr Abul Bara hochholt, dann ist der Sieg automatisch vorprogrammiert. Ich muss euch bitter enttäuschen, ja? Ich muss euch bitter enttäuschen. Ja, ich weiß gar nicht, was du überhaupt an Abul Bara schätzt, der die weibliche Genitalverstümmelung in einem seiner Videos thematisiert hat. Inwieweit man die Klitoris, die Schamlippen einer Frau abschneiden darf. Stehst du auf sowas? Marisa, ich lade dich jetzt ein. Komm jetzt hoch zu mir. Komm hoch. Komm. Und rechtfertige mit mir, verteidige deinen Abul Bara. Oder halte für immer deinen Mund. Komm hoch und verteidige mit mir. Ich hole das Video raus, wo Abul Bara über die weibliche Genitalverstümmelung spricht. Über das Abschneiden der weiblichen Schamlippen. Möchtest du hochkommen, Marisa? Und das verteidigen, dann verteidige das mit mir. Aber ansonsten spiel nicht den Anwalt von einem Typen, der faul ist, der von Sozialhilfe lebt, so fettgefressen ist, ja, und über das Verstümmeln der Klitoris bei Frauen spricht. Also, komm hoch, Marisa, ich lade dich offiziell ein, mit mir zu debattieren, was Abul Bara
über die weibliche Genitalverstümmelung gesagt werde. Und ich werde das Kamera, meine Kamera umdrehen, das Video abspielen und meine Zuschauer sollen sehen, was er gesagt hat. Und dann kommst du, aha, nicht mit mir hier diskutieren, nicht eine angepinnte Nachricht hier kommen und mit mir darüber reden. Wir reden darüber, komm, wir reden darüber. Ja, ich gebe dir 2 Minuten Zeit, darüber nachzudenken. Und wenn nicht, dann fliegst du raus. Ja. So. 2 Minuten hast du Zeit, zu mir hochzukommen. Ja. Ansonsten werden wir ja sehen, was mit dir ist. Ja, du hast Angst, sonst würdest du sofort dich hier den Finger heben. Denn ich zerreiße dich in der Luft. Damit habe ich mich sehr gut beschäftigt. Mehrere Vorträge habe ich darüber gehalten in der Öffentlichkeit. Da zerreiße ich dich. Ja. Das liebe ich. Was ist falsch? Leute, habt ihr gesehen, was er oder sie gerade geschrieben haben hier? Was Marisa klingt weiblich, was Marisa gerade geschrieben hat, was ist daran verwerflich? Was ist daran verwerflich, die Klitoris einer Frau abzuschneiden? Ja? Und dann gibt's da übrigens auch noch ein Hadith. Moment. Muss ich mal kurz in meine Datenbank gehen. Ja. Was die Leute so teilweise gesagt haben, ja. So, da gibt es zum Beispiel eine Überlieferung hier, die hole ich mal von Ahmad ibn Hanbal, ist ein Rechtsschulgelehrter. Und dieser Ahmad ibn Hanbal ist einer von den 4 großen Rechtsschullehrer der Sunniten. Abu al-Mali ibn Usama. Usamas Vater berichtet, dass der Prophet sagte, die Beschneidung, Chitan, ist ein Gesetz für Männer und eine Wahrung der Ehre für Frauen. Und, ja, überlegt euch mal, die Ehre der Frau, ja, es soll eine Ehre für Frauen sein, wenn ein Teil ihrer Weiblichkeit einfach abgeschnippelt wird, ja, weil das geht noch weiter, ja. Es geht noch weiter. Es gibt in Sahih Bukhari Al-Adab, Al-Mufrad, gibt es Bücher, gibt es Hinweise darauf. Und es ist richtig scheußlich, was den Frauen in der islamischen Welt, aber auch in der nicht-muslimischen afrikanischen Welt zustößt. Also, Marisa traut sich nicht, ja, sie ist keine Zierde, er oder sie ist keine Zierde. Seiner Religion und das zeigt, dass du ein Feigling bist. Du willst immer andere vorschieben, damit sie für dich reden und die reden dir dann nach dem Mund. Aber du selber hast dich nicht eine Sekunde damit auseinandergesetzt. Wenn niemand mir sagt, Ex-Muslime trauen sich nicht in den Stream zu kommen, dann gehe ich in den Stream, weil ich weiß, was ich zu sagen habe. Denkst du, ich setze mich hier hin und ich habe mich vorher nicht gut ausgebildet? Seit 2013 studiere ich die islamischen Texte aufrichtig. Ich bin noch nie so tief in die islamischen Texte gegangen wie seit 2013. Und dann habe ich hier vor so einem kleinen Mannequin aus TikTok Angst. Ja, wenn du eine Frau bist, Schande über dich. Schande über dein Haupt, dass du die weibliche Genitalverstümmelung befürwortest. Wenn du ein Mann bist, Schande über dich, dass dein toxisches islamisches Patriarchat so vielen muslimischen Frauen in Sudan zum Beispiel so viel Leid bringt. Ja, fast jede muslimische Frau im Sudan wird beschnitten. Und das ist abstoßend. Und meine Moderatoren, wenn ihr jetzt nicht Marisa geblockt habt, dann schmeißt diese abscheuliche Kreatur jetzt raus, denn er oder sie hatte die Chance. Ja, ganz einfach. Richtig scheußlich, ja. Ich mag keine Feiglinge, ja. Ich mag keine Feiglinge. Ja, Frankie, guten Abend, ja. Ich mag keine Feiglinge. Feiglinge. Abul Bara wird dich fertig machen, ja. Kannst du nicht für dich selbst sprechen? Ja, du hast nichts mit dem Leben erreicht, das ist Realität. Doch, ich bin studierter ITler, habe Biologie als Erstfach studiert, habe eine Familie, ich habe genug Geld und so weiter und so fort. Was hast du erreicht, Sonderschüler? Entschuldigung, ja, nicht jeder, der auf eine Sonderschule geht, kann etwas dafür. Ja, da gab es übrigens auch bei deinem Hochgelehrten,
Bei deinem hochgelehrten Abul Bara gab es eine Hausdurchsuchung. Die Polizei hat seine Bude gestürmt. Herrlich, herrlich, wie sie alle fallen, ja, einer nach dem anderen. Also, hier hatten wir die Chance, dass wir einen Muslim haben. Ich nehme das wieder zurück. Das mit dem Sonderschüler ist Quatsch. Denn es gibt viele Leute, die müssen aufgrund verschiedener Dinge auf eine Sonderschule gehen. Ja, kein Problem. Also, der erste oder die erste Muslima, die gescheitert ist, seine oder ihre Religion zu verteidigen. Und dann warten wir mal ab, bis die nächsten mal hochkommen und wieder als Anwälte ihrer Gelehrten sich aufspielen. Sehr schade, sehr schade. So, mal gucken, ob jetzt hier irgendein Muslim hochkommen möchte, der gerne mit mir sprechen möchte. Vielen Dank für eure Likes. Wir sind jetzt schon bei 24.000 Likes. Ich weiß, da kann man Tausende von Likes hin und her schieben, aber trotzdem recht herzlichen Dank für die Unterstützung. Sie werden alle scheitern, Kian. Ja, ich gehe davon aus, Tom, denn Sie können das theologisch rechtfertigen. Sie können sagen, aber unser Prophet wollte das so, Allah wollte das so. Aber können Sie es auch menschlich rechtfertigen? Ja, dass einer Frau ein Teil ihrer Klitoris weggeschnitten wird und sie dann unempfindlich wird, sich die Klitoris verhärtet, Frauen in Schock fallen können, wenn sie beschnitten werden, oder dass sich die Klitorisschichten innerhalb der Klitoris, die können anschwellen. Die Frau kann also beim Urinieren unheimlich große Schmerzen bekommen. Sie kann verschiedene Viren dadurch bekommen, Infektionen. Ja, dann gibt es das sogenannte Impaired Wound Healing. Das heißt, wenn man eine Klitoris nicht richtig beschneidet, also nicht unter klinischen Voraussetzung, dann kann es sein, dass die Klitoris niemals mehr heilt. Ja, diese Frauen leiden ihr Leben lang daran. Und jetzt stellt euch mal vor, wie Muslime Frauen beschneiden in Afrika. Ja, da werden die Beine aufgemacht, da kommen die mit schmutzigem Besteck und schneiden denen da mit einer Rasierklinge die Klitoris ab. Ja, oder sie tun das unter nicht sauberen Bedingungen. Solche Frauen werden nie wieder irgendwelche Freude an ihrer Sexualität oder Weiblichkeit haben, ja. Mal abgesehen von den chronischen Genitalinfektionen, ja. Auch das Problem, dass sie zum Beispiel auch keine Kinder bekommen können mehr. Oder dass sie im Urintrakt Infektionen bekommen, ja. Und so viele Probleme. Die können auch ihre Probleme mit der Menstruation bekommen. Die können sexuelle Gesundheitsprobleme bekommen. Die können Geburtsprobleme bekommen und so weiter und so fort. Und nicht zu vergessen, mentale Probleme. Und dann kommt dieser Wurm, diese Kakerlake hier und sagt, was ist daran verwerflich? Warum? Weil dieser Fettsack Abul Bara sagt, hey, es ist völlig in Ordnung. Es ist völlig in Ordnung, dieser Fettgefressene. Ja, 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 wird völlig in Ordnung. Ja, er muss das auch nicht durchmachen. Ja, er muss das auch nicht durchmachen. Ja, also was für eine abscheuliche Religion, die. Guck mal, schon wie ekelhaft sein Name ist. Ich rieche gern an Tangas. Du wurdest sehr oft herausgefordert von Gelehrten zu debattieren, aber du bist ein Feigling. Noch nie hat mich ein Gelehrter zum Debattieren herausgefordert. Aber schaut euch mal an, der ist bestimmt ein Muslim. Und guck mal, was sein Name ist. Ich rieche gern an Tangas. Schaut euch mal an, das sind Muslime, die gehen vielleicht 5-mal am Tag beten und beten dann Alhamdulillah, Rabbil Alameen, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maliki, Yawmiddin, Allahu Akbar, Bismillah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, ja, reden von Barmherzigkeit, von guter Sprache, Ahlak und Adab, von gutem Benehmen und so weiter und so fort. Und dann kommen sie und machen sich solche Namen hier. Ich rieche gerne an Tangas. Ja, guckt euch mal an, das war die sexualisierte Sprache von Muslime. Deswegen ist euch aufgefallen, wie viele von denen andauernd immer ich F deine Mutter, du S-Sohn und ich mache dies und ich mache das. Das sind die Muslime hier. Ich rieche gerne an Tangas.
Bravo, mein Freund. Du hast dich eben gerade vor der ganzen Community hier blamiert. Und genau diesen Teil werde ich auf YouTube hochladen. Und dann sollen die Leute sehen, wie Muslime sich verhalten. Ich rieche gerne an Tangas, aber sprich dann über Feiglinge. Ich wette mit dir, du suchst dir auf TikTok oft irgendwelche du angelst dir oft sehr viele Frauen hier und spielst aber den frommen Muslim. Ja, triebgesteuert, ja. Ja. Ja, hast du recht, Ex-Muslimer, besser nicht vorlesen. Aber manchmal müssen die Leute das sehen, ja. Aber ist das nicht, ja, genau, sexualisierte Horrorreligion. So ist das. Und ich bin hier, um diese Religion zu entlarven. Und das gelingt mir. Tausende von Menschen folgen mir auf den Social Media. Ja, und ich bin froh, dass viele meine Arbeit schätzen. Ja, und wenn ich Angst hätte, mit Gelehrten zu diskutieren, warum gehe ich denn auf TikTok? Hier kann doch ebenso gut auch sich ein Gelehrter einloggen und sagen, hey, ich komme hoch und spreche mit dir. Ja, und dann unterhalten wir uns einfach mal. Das ist es, was die Leute da draußen verkennen. Jemand, der Angst hat zu debattieren, der würde zur Hölle nicht rausgehen und sich den Leuten da stellen. Das würde kein Mensch machen. Ich bin doch nicht lebensmüde. Ich blamiere mich doch nicht bis auf die Knochen. Ja, ich würde doch nie ein Feld betreten, über das ich nicht Bescheid weiß. Ja, ja. Das ist es, Benjamin. Vielen herzlichen Dank. Ja, das ist es doch. Ich bin doch hier zum Debattieren. Bis jetzt hat sich keiner hier gemeldet. Hi Nico, grüß dich. Recht herzlichen Dank, Armer. Ja, ich bin hier. Ich bin hier und bin bereit zu diskutieren. Ich habe auch Marisa wieder herausgefordert, die Beschneidung von Frauen zu rechtfertigen. Richter, vielen Dank. Aber sie hat sich auch nicht getraut, da hochzukommen. Und so ist das mit den Muslimen. Die hochkommen, die sind sich sehr selbstsicher und dann werden sie erschüttert. Ja, wie Aggressionsprobleme. Ein riesiges muslimisches Portal macht Aggressionsprobleme. Ja, er ist auch in einem Dialog mit mir gewesen, 2,5 Stunden. Und hat er mich umgekrempelt? Nein. Ich habe 2,5 Stunden in den Schach gehalten. Ja, also. Genau, Dialoge mit den Kuffars ist unter ihrer Würde. Wie kann man mit jemandem, der unrein ist, auch nur ein Gespräch anfangen? Sekunde, ich muss noch mal was trinken. Ja, und so geht das. Vielen Dank, recht herzlichen Dank. Also, ich erwarte, dass einige Muslime kommen und gerne sich mit mir unterhalten. Ja. Ja, also Abo SEK, dann sollen sie kommen. Ich habe kein Problem damit. Vielen Dank, Richter. Ja, ich habe überhaupt kein Problem damit. Ich bin doch hier zum Debattieren. Ich bestimme den Kurs. Ja, wenn die alle so allwissend sind in ihrer Religion, können wir doch über. Vielen Dank, Love Jesus. Dann unterhalten wir uns. Ich bin bereit. Genau. Vielen Dank, beste Leila. Ich bin auch bereit, einzusehen. Ich weiß nicht alles vom Islam. Ja, ich bin ein Lernender, genau wie jeder Muslim. Glaubt ja nicht, dass die Muslime da draußen alles über ihre Religion wissen. Ja, glaubt nicht, dass die alles wissen. Ja, bildet euch nicht ein, dass die alle gut ausgebildet sind. So lerne ich auch. Es gibt manchmal, wenn ich irgendetwas vom Islam nicht weiß, heißt es nicht, dass es eine Schwäche ist in meiner Argumentationskette. Ich bin Grünwähler, ganz genau. Ich wähle die Grünen und die Linken. Na, zur Hölle mit denen. Nur AfD. AfD, AfD, AfD. Und vielen Dank, Leila, vielen Dank. Und ich bin bereit, mit den Leuten zu sprechen. Wenn ich etwas nicht weiß, gebe ich es zu. Sage ich, nö, kenne ich nicht. Na und? Weißt du, gut über den Islam Bescheid zu wissen, ist so gut wie über die Zaubersprüche von Harry Potter Bescheid zu wissen. Es ist beides albern. Es ist einfach nur eine Religion voller Mystik und Herr der Ringe-Mythen. Warum bist du kein Moslem mehr? Dajana fragt. Warum bin ich kein Moslem mehr? Aus vielerlei Gründen bin ich kein Moslem mehr. Das unmoralische Leben des Propheten Mohammed, die Sexsklaverei im Islam, die Gewaltverse im Koran, die unglaubliche mentale Gewalt und verbale Gewalt, die von Muslimen ausgeht, die unmoralischen Lehren aus der Sekundarliteratur, den Hadithen, den Überlieferungen, der Gedanke, dass Homosexuelle getötet werden sollen, wenn zwei Männer oder zwei Frauen sich lieben, der Gedanke, dass Apostaten
die vom oder Abtrünnige des Islam getötet werden sollen. Die Tatsache, dass es brutale Hadd-Strafen gibt, in der Scharia von Hand abschlagen, wechselseitig Beine und Arme abschlagen. Die Tatsache, dass es im Islam diese Zimmi-Kultur gibt, ja, Schutzbefohlenen-Kultur gibt, nachdem Juden und Christen eine Sondersteuer in einem islamischen Staat abgeben müssen und sie aber nicht am Militär beteiligt sein dürfen. Sie dürfen keine höheren Ämter in der Politik einnehmen. Sie dürfen nicht Richter werden, nicht Präsident. Das alles ist diskriminierend und das ist der Grund, warum ich aus dem Islam rausgegangen bin. Ja, so ist es. Dann lies mal deine Quellen. So sieht's aus, ja. Der Islam ist eine so schöne Religion. Ja, dann Dajana, herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Komm und verteidige deine Religion. Aber bitte, wenn du zu mir hochkommst, ich lade dich ein, zu mir hochzukommen. Wo ist dein Hijab? Warum befolgst du nicht die Befehle deines Herrn? Warum befolgst du nicht die Befehle Allahs? Hat Allah dir nicht gesagt, dass du einen Teil deines Gewandes über deinen Kopf werfen sollst, damit du als gläubige Frau erkannt und nicht belästigt werdest? Der Hijab ist Pflicht. Fardu ein. Individuelle Pflicht. Und wenn du deinen Hijab nicht trägst, dann wirst du fasik, dann wirst du eine Sündige. Und auch diese Sünden, jeden Tag, wo du deinen Hijab nicht trägst, ist ein Tag, den du Jahannam näher kommst, der Hölle näher kommst. Also, bevor du anfängst, deine Religion zu repräsentieren, praktiziere erstmal deine Religion. Betest du, fastest du, hältst du dich an Halal und Haram, ja? Hältst du dich an diese Dinge? Das möchte ich gern von dir wissen. Dajana, herzlich willkommen. Ich hole dich sofort hier hoch. Möchtest du kommen und mit mir diskutieren über deine wunderschöne, eine so schöne Religion? Ich war 35 Jahre lang ein praktizierender Muslim. Komm, wir reden mal über die schönen Aspekte. Du nennst mir, was schön am Islam ist und dann unterhalten wir uns darüber, okay? Gut, also dann eben nicht. Ah, Shlomo Neyatu, hier bitteschön. Wieder einer, der sich einen jüdischen, fake-jüdischen Namen gibt. Sabbel nicht so viel und lass dich auf eine Debatte mit Abul Bahr ein. Vor laufender Kamera, da kommen sie, die Debattierer, die Herausforderer. Nochmal, ich bin heute in meinem Livestream, okay? Und ich kann nichts dafür, dass Abul Bahr nicht hier ist. Ich kann nichts dafür. Ich bin heute da. Ja? Ich bin heute da. Ja? Also, wieder einer, der sich hinter einem jüdischen Namen versteckt. Manchmal verstecken sich hinter christlichen, manchmal hinter deutschen Namen. Aber diesmal versteckt sich jemand hinter einem hebräischen Namen, um dann nicht als Muslim aufzufallen. Ja, das ist eine Sache zwischen mir und Allah, Dajana. Richtig, richtig. Es ist in der Tat eine Sache zwischen dir und Allah wird dir nicht dafür vergeben, dass du den Hijab nicht getragen hast. Der ist Pflicht. Wenn er für andere muslimische Frauen Pflicht ist, dann ist er auch für dich Pflicht. Und wenn du denkst, du bist aus irgendeinem Grund davon ausgeschlossen, den Hijab nicht zu tragen, dann täuschst du dich. Ja, also... Diese Leute immer, oh, Abul Bahr würde ich sogar sehr gerne mit ihm diskutieren, sehr gerne. Ich halte ihn für den dümmsten aller Prediger im deutschsprachigen Raum, für den dümmsten Prediger. Deswegen freue ich mich unglaublich, wenn mir jemand mich mit Abul Bahr vermitteln könnte. Von alleine habe ich Ekel, da habe ich Angst, mit ihm nett umzugehen. Am besten, er kommt einfach nur in meinem Live-Talk hier und wir unterhalten uns, aber mit ihm reden und was vereinbaren, Das fällt mir schwer. Wer sagt, dass ich nicht mal tragen möchte? Spielt keine Rolle. Du hast nicht die Option, ob du den Hijab tragen möchtest. Ja, du bist verpflichtet, den Hijab zu tragen. Du darfst dich nicht schminken. Du darfst keinen Schmuck tragen. Du darfst keine engen Hosen tragen. Man darf nicht deine Haare sehen, deinen Hals sehen. Man darf nicht deine Oberarme sehen und so weiter und so fort. Ja, du darfst keine High Heels anziehen. Du hast dich zu bedecken, deine Hände, dein Gesicht und deine Füße sind das Einzige, was herausgucken dann. Vielen Dank, Petra. Der Rest muss hinter einer Hijab verschwinden, hinter ein Khimar. Und dann darfst du so rausgehen. Ansonsten verursachst du Fitna. Wenn du dich nicht bedeckst, reizt du muslimische Männer. Ja, und du bringst Fesaat, Korruption über die islamische Umma, über die islamische Gemeinschaft, weil du mit deinem Aussehen die Männer da draußen korrumpierst. Also, was erzählst du? Dajana, bitteschön, da unten sind zwei Männchen, ein rotes, ein blaues Männchen oder ein pinkfarbenes und ein blaues Männchen. Klick da drauf, lad dich ein und dann unterhalten wir uns, okay?
Oh, eine Woche Islamische Republik, Sabalan, würde wahrscheinlich ihr nicht viel antun, weil es sehr säkular auf Irans Straßen zugeht. Vielen Dank, Maradona. Ich wünsche ihr eine Woche Saudi-Arabien oder eine Woche Pakistan. Dann erlebt sie. Ja, dann erlebt sie, was Islam bedeutet. Ja, schnapp eine Schnuppe, vielen Dank, der Bastian. Unfassbar, dass Muslime den so feiern. Ja, ja, absolut. Der hat ein völlig gestörtes Aussehen. Der ist auch so abgekoppelt von der Außenwelt. Ja, das ist leicht. Solche Leute ist leicht für mich zu widerlegen und auch argumentativ in den Keller zu fahren. Ja, ja, schade, dass ich habe jetzt bis jetzt zwei Muslime versucht einzuladen. Dajana, die so eine wunderschöne Islam sehen. Und dann habe ich auch noch Marisa die Chance gegeben, die weibliche Genitalverstümmelung zu rechtfertigen. Aber leider Gottes, da hört das Wissen schon auf. Man verteidigt es, aber man weiß nichts darüber, ja. Das ist diese kognitive Dissonanz, die viele Muslime aus Trotz verteidigen. Ja gut, ich komme. Na, dann komm doch jetzt. Du kannst einfach nur draufklicken und dann unterhalten wir uns über die schönen Aspekte der Religion. Nur weil Frauen kurze Kleider tragen und Männer gaffen, soll die Frau sich anders anziehen. Ja, ganz genau. Nicht die Frau muss sich ändern, sondern der Mann muss sich ändern. So. Ja, Alhamdulillah. Komm, Dajana, komm, nicht lange reden. Bist du nicht in der Lage, auf diesen Knopf zu drücken? Und ich gebe dir jetzt noch eine Minute. Und wenn du nach einer Minute nicht hochkommst, dann schmeiße ich dich raus. Okay? Ich sehe, du bist ein junges Mädchen. Ich möchte nicht, warum soll ich dich einladen? Drück doch einfach auf diesen Knopf. Ist das für dich so schwer, auf diesen Knopf zu drücken? Und hochzukommen? Ist doch nicht schwer. Was ist daran denn so problematisch? Ich bitte euch. Also, wenn das nicht geht, ja, was soll ich denn sagen? Sekunde, ich muss mal ganz kurz meinen anderen Kanal gehen. Ah, da bin ich. Dann gehe ich mal auf Live, damit ich das auch die Chat-Nachrichten besser sehen kann. Da bin ich. Dann gehe ich mal auf Live, damit ich das auch sehen kann. So, damit ich mal den Ton ausmachen. Okay. So, alles klar. So, jetzt sehe ich auch die Nachrichten besser. Also, ich kann dich nicht einladen. Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Entweder drückst du jetzt auf diese beiden Männchen da auf deinem Phone oder schweige für immer. Oder, Moment, ich glaube, da gibt es noch eine andere Möglichkeit. Moment. Nur ich kenne mich hier nicht so gut aus. Das ist das Problem. Ja, keine Ahnung. Ja, ich sehe es jetzt nicht. Entweder drückst du das auf diese beiden Männchen und fertig. Ja, ich kann nicht rein. Doch, du kannst rein. Oder du hast nicht genügend Zuschauer. Du hast ja 71 Follower. Du kannst mit mir gar nicht live diskutieren, weil du hast nicht über 1000 Follower. Deswegen geht's nicht. Du musst 1000 Follower haben, damit du überhaupt reden kannst. Ja. Gut, dann musst du Papa Abul Bara holen oder einen der anderen Prediger, um für dich zu sprechen. Gut, okay. Aber du kannst drinnen bleiben. Das ist nicht deine Schuld. Du musst deine 1000 Follower haben, damit du überhaupt in einen Live-Chat gehen kannst. Gut, also es gibt wieder, wie gesagt, das Angebot, dass Muslime hier hochkommen. Und Allah leitet mich nicht recht. Nur die Stromleitung leitet den Strom in die Steckdose. Aber ansonsten brauche ich Allahs Rechtleitung nicht. Ich bin aus dem Islam recht geleitet worden. Ich bin froh, dass ich den Islam verlassen habe. Ich bin unglaublich froh darüber, dass ich ein Murtad bin, dass ich den Islam den Rücken gekehrt habe und dass ich dem Islam den Krieg erklärt habe. Bin ich sehr, sehr, sehr froh. Ich hoffe, dass Shaitan, Rahmatullah alayh, dich aus dem Islam führt und dass du eines Tages aufwachst und dass Shaitan erfolgreich ist und dir aufzeigt, wie wunderschön das Leben ist, fernab vom Islam. Oh ja, ich bin auch froh, dass du zu uns Kuffar gehörst, Kian. Ja, absolut, ich auch. Wer sagt, dass du gewonnen hast? Ich habe nicht gewonnen. Ich habe nicht gesagt, dass ich gewonnen habe. Ja, habe ich nicht gesagt. Du fantasierst dir hier Dinge zusammen. Ich habe gesagt, du kannst nicht reinkommen, weil du
keine 1000 Follower hast. Du kannst erst an Live-Gespräche teilnehmen, wenn du 1000 Follower hast. Also zieh mal deine Muslime an Land und dann komm mal hoch, okay? Gib dir die Chance. Auf 1000 kommt man ziemlich schnell. Und dann kommst du einfach hoch und dann fertig. Und dann reden wir uns nochmal. Du bist ein junges Mädchen, dich werde ich nicht so auseinanderreißen wie jemand, der schon lange genug in der Religion ist. Genau, und wir kämpfen zusammen. Ist auch nicht schlimm. Wir sollten jetzt auch nicht die Dajana so auseinandernehmen. Kieran glaubt aktuell 800. Nee, ich glaube nicht, dass sie 800 hat. Also zumindest, was ich hier sehe, ist 110 Following und 110 Followers. Und sie, nein, Quatsch, sie hat 71 Followers und 110 folgt sie. Zumindest steht es da auf ihrem Profil, was auch immer. Gut, also, denkt ihr, mich macht das fertig? Nein, brauchst du nicht. Du bist an Wahrheit nicht interessiert. Sonst, ich hätte dich hochgeholt und dann hätten wir darüber geredet, wie wunderschön die Religion ist. Ja, bleib mal hier ein bisschen. Wenn Muslime daherkommen können, können die ja stellvertretend für dich ja verteidigen, wie schön der Islam ist. Ja, das ist kein Problem. Kein Problem, liebe Freunde. Es ist alles in bester Ordnung. Ja, wir sehen schon zu, ja. Ist alles okay. Ist alles in bester Ordnung. So, lieber Löwenherz, ich hol dich nachher hoch, sobald wir mal in eine Diskussion hier verstrickt sind. Und dann sehen wir mal weiter, okay? Warum wird das Christentum nicht so genommen? Ja, das Christentum wird so nicht genommen, klingt ein bisschen komisch, weil ich kein Christ bin. Ich bin Ex-Muslim, nicht Ex-Christ, okay? Das Christentum ist jetzt hier in meinem Stream nur bedingt ein Thema, ja? Ich interessiere mich nur für den Islam. Ja? Und nenn mir mal einen christlichen Selbstmordattentäter, der mit Bomben bestückt in einen Straßenmarkt reingerannt ist und hat geschrien, Jesus ist groß und hat sich in die Luft gejagt. Das Problem kommt aus dem Islam. Ja? Naja, ist ja auch egal. Beschäftigt euch alle mal mit eurer Religion erst. Ja. Alle haben das auf ihre Art und Weise getan. Aber du solltest dich erstmal an deine Religion halten, Dajana. Wenn das du bist auf dem Bild, dann empfehle ich dir bitte, Dajana, halte dich bitte an deine Religion, okay? Du bist noch ein junges Mädchen und deswegen möchte ich dich nicht verrückt machen. Gut, ja, schade, dass sich hier keine Muslime hochtauen. Aber ich bin mir sicher, die kommen etwas später. Es ist auch noch sehr früh. Und dann hoffentlich haben wir auch interessante Debatten mit Muslime, ja, und dann sehen wir mal weiter. Drei Muslime haben das schon versaut. Britta, wir bleiben Atheisten, wir glauben an gar nichts. Ja, keine Spaghetti-Monster, nix, gar nichts. Ja, mal sehen. Und ich freue mich natürlich, wenn wir gute Debatten haben. Ja, ich bin ja an einen Punkt angekommen, wo ich sage, gut, ich gebe den Muslimen da draußen eine Chance. Ja, ich auch mich wieder zu dekonvertieren. Ja, vielleicht haben sie ja auch eine Möglichkeit, mir wieder die Augen zu öffnen. Ja, mir den Islam wieder nahezubringen. Also, wie sieht's aus? Wäre schade, wenn ihr keine Muslime habt. Allah will dich beschneiden, Schlesier. Ja, schade. Wir können in unserer Gesellschaft über alles reden, was wir wollen, genauso wie du es kannst. Das ist Deutschland. So sieht's aus. Ja. Komm schon, Freunde. Gloria in Excelsio Deo. Du bist echt gut, Kieran. Recht herzlich lang. Kannst mich hochholen. Ja, können wir machen. Dann nur. Oh, Mr. Löwenherz. Kian, ich bin immer noch Erik. Hallo. Wir haben doch Ja, grüß dich, mein Lieber. Achso. Ja, ich dachte, wir führen jetzt interessante Debatten. Jetzt kommen welche, aber irgendwie traut sich keiner. Mr. Löwenherz, man hört nichts. Hallo, hörst du mich? Also, ich habe dich nicht stumm gemacht. Es liegt also an dir. Hörst du mich? Dann lässt dich nochmal raus und dann kommst du nochmal rein. Guten Abend an alle. Ella, grüß dich. Genau. Ich höre den. Was? Ich höre ihn. Ich höre ihn. Du hörst ihn? Ich höre ihn nicht. Das ist ja interessant. Okay, jetzt muss man noch mal gucken. Warte mal. Nur noch mal gucken hier. Also ihr hört ihn, Löwenherz?
Hörst du mich jetzt? Das ist Hallo? stark. Hallo, hörst du mich? Sag mal jetzt was. Das ist Hallo, hörst du mich? Hallo, hörst du mich? Ah, okay. Sag mal, okay, wir unterhalten uns Mal mal ein jetzt bisschen. was? Hallo, Okay, hörst du mich? ich verstehe. Okay, ich kann also komischerweise nicht auf meiner Seite bleiben. Das ist ja interessant. Ich hatte auch TikTok hier an meinem Computer, aber irgendwie, wenn ich hier leise mache, dann höre ich dich auch nicht mehr auf meinem Telefon. Das ist ja witzig. Hörst du mich jetzt? Okay, haben wir geklärt. Du bist jetzt, wir hören dich jetzt. Ich höre dich komischerweise nicht. Wieder auf so eine neue komische Spielart. Gut, herzlich willkommen, lieber Löwenherz. Jo, ja, doof, dass du mich nicht hörst. Ich will ja mich mit dir unterhalten. Hallo. Hallo, hörst du mich? Hallo. Was zur Hölle? Ich gehe noch mal Also ich raus. höre dich nicht, mein Freund. Nicht, dass die Warte. Debatten heute hier nicht statt. Warte mal, da muss ich mal ganz wegmachen. Sag mal jetzt was. Hallo, hörst du mich? Das ist Hallo, hörst du abartig. mich? Das verstehe ich Hallo? jetzt gar nicht. Mach dich mal wieder. Ja. Mich? Was zur Hölle passiert hier gerade, liebe Freunde? Moment, ich gucke mal. Freunde, Moment. Ich gucke Also ich mal. höre mich und ich müsste theoretisch dich hören. Für einen kurzen Hallo? Moment habe ich dich gehört. Also ich höre mich. Aber ich habe keine Erklärung, wieso. Ah, Moment, 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 Moment. Ich glaube, ich hab's. So, jetzt sag mal jetzt was. Hallo, hörst du mich? Ah, ja, jetzt geht's. Okay, ich habe verstanden, woran es lag. Okay. Wunderbar. Okay, gut. Guck Ja, mal, jetzt grüß kommen auch immer dich. mehr Leute rein. Ja, würde ich gerne 170. machen. Würde ich gerne machen. Nur das Problem ist, es ist jetzt augenblicklich nur Sonnenschein hier und ich wollte eigentlich ein paar Muslime reinholen, aber ich sehe keine Muslime, die kommen wollen, um mit mir zu oder mit uns zu diskutieren. Und deswegen muss ich ein bisschen warten, bis jemand hochkommt. Ja, Die kommt dann noch. das wäre nicht schlecht, wenn jemand hochkommt. Ja, ich bin gerne bereit, hochkarätige Muslime hier in meinen Stream einzuladen. Ich habe ja keine Angst davor, was hier los ist. Aber die Sklaverei der Muslime in Afghanistan ist ja der Oberhammer. So sieht's aus, Richter. Stimmt, der Islam ist ekelhaft. Ich denke, die meisten kommen eher später. Ja, okay, rede bis dann, dann werden sie sich melden. Genau, dann unterhalten wir uns mal über den Islam. Lass uns doch mal ein bisschen über die Genitalverstümmelung von Frauen sprechen. Ich denke, dann können wir uns mal Kian, ganz kurz, ganz kurz. Wir waren ja letztes Mal zusammen live und ich habe dir was geschickt. Das ist vielleicht interessant für die Leute hier zu wissen. Wir waren mit einem jungen Muslim live und der auch relativ normal war. Und nach dem Stream habe ich dann nette Nachrichten von ihm bekommen. Ah, ja, ich erinnere mich. Morddrohung und er wird mich finden und sowas. Also Leute, ihr seht, die sind am Anfang friedlich und dann zeigen sie ihr wahres Gesicht. Moment, wir haben wieder jemanden hier, Medina. Medina, bitte, der ist bestimmt so aus dem kaukasischen Gebiet. Ja, ich weiß nicht, woher die Fahne ist. Könnte irgendwo aus dem Kaukasus sein. Medina, bitte komm hoch. Komm. Komm her. Komm, Mr. Vogel. Debattier Abul Bara und Pierre Vogel, du ängstlicher Feigling. guck mal, Löwenherz, ist es nicht lustig? Die sind doch jetzt beide nicht da. Was kann ich dafür, dass die beide jetzt nicht da sind? Ja? Medina, Dafür komm kannst du hoch. gar nicht. Komm, mein Junge, komm. Lass nicht immer andere für dich sprechen. Sprech selber. Sei selber ein Anwalt der Religion. Oder soll ich sagen, hey, ich kenne andere Ex-Muslime. Ahmed, der Ex-Muslim. Ja, ein Iraker. Brumm, der wird dich fertig machen. Komm, rede mit ihm, du Feigling. Nicht immer andere Leute herbeiziehen. Hast du keine Ahnung über deine Religion? Medina? Komm, ich lade dich ein. Wie viele Leute hast du? Oh, du hast 0-0. Du hast also deinen Account wahrscheinlich gerade hier so vor 3 Minuten aufgemacht. Okay, dann kann ich dich auch nicht hochholen. Ja, das sind sie. Ja, das sind sie. Kommen mit irgendwelchen schnell aufgebauten Accounts und sagen dann, du willst ja nicht mit Abul Bara und Pierre Vogel diskutieren. Stand nie im Raum, mit den Leuten zu diskutieren, aber ich würde mit denen diskutieren, sobald sie hochkommen würden. Ja, das ist ja kein Problem.
Ja, was für komische Muslime immer das sind, ja. Das sind immer so komische Leute, ja. Aber ich glaube auch ganz ehrlich, die wollen mit dir nicht diskutieren, diese Abul Bara und Pierre Vogel, weil sie ganz genau wissen, dass die Sachen, die du ihnen sagen wirst, dass die der Wahrheit entsprechen, und das wollen sie natürlich nicht hören. So, das ist natürlich so. Absolut, absolut. Das ist, schau mal, ich brauche nicht eine großartige islamisch-theologische Ausbildung, um Abul Bara und Pierre Vogel und wie sie alle heißen, um mit ihnen zu debattieren. Es geht mir um moralische Aspekte, um philosophische Aspekte. Es geht nicht so sehr darum, ob Imam Ahmad Hanbal das über die weibliche Genitalverstümmelung gesagt hat oder Shafi das gesagt hat oder das. Das ist am Rande nur wichtig. Es geht um den moralischen Aspekt von einigen islamischen Gesetzen, die wir dann modernen Gesetzen gegenüberstellen können. Wenn Allah der allewige Gott ist, ja, mit den weisesten Gesetzen bis zum jüngsten Tag, dann dürfte kein weltliches Gesetz Allahs Gesetze übertrumpfen. Aber die Tatsache, dass moderne Gesetze, säkulare moderne Gesetze viel weiser sind, viel vernünftiger sind. Ich habe es schon einmal gesagt. Liebe Freunde da draußen, jeder, der jetzt noch ein zweites Gerät hat, vielen Dank, Seymour, der geh mal auf Google und gib mal ein UN-Menschenrechtserklärung, okay? Vielen Dank, Seymour. Und dann geht mal auf die Kairoer Menschenrechtserklärung, die Muslime 1972 verabschiedet haben. Die Kairoer Menschenrechtserklärung definiert Menschenrechte aus islamischer Sicht. Und dann vergleicht das mal mit den UN-Menschenrechtsgesetzen. Und ihr werdet einfach sagen, Himmel, Himmel, was zur Hölle ist das? Das ist das Beste, was Muslime 36 Staaten zusammenbringen konnten, um die Kairoer Erklärung zu definieren. 36 islamische Staaten haben nichts weiter als ein lumpiges Pamphlet über Menschenrechte im Islam geschrieben. Und wenn ihr die, und mal gucken hier, mal sehen, ob ich euch da so Teile daraus vorlesen kann. Und dann werdet ihr sehen. Ja, und dann müsst ihr euch mal den Dreck hier einlesen. Das ist richtig brutal. Ja, richtig brutal. Ja. Leute, teilt alle den Stream, damit mehr Leute hier reinkommen, damit es mehr Leute sehen, damit es spannende Diskussionen gibt. Los, weiter. Hier, Artikel 2, vielen Dank für deine Werbung. Artikel 2 der Menschenrechtserklärung, der Kairoer Erklärung. Solange Gott die. So sieht es aus und alles andere ist hier Bullshit. Vielen Dank, The One. So, dann glaube ich mal, wir haben noch einen anderen Muslim bei uns hier drinne. Ich glaube, oh, wo ist der denn jetzt? Schade, hätte ich gerne gefunden, gerne gesehen. Irgendwas mit, mal gucken. Naja, gut, wir nennen Leute, es alle 174, die hier drin sind, wenn ihr weiter liked, die ganze Zeit liked, kriegt der Stream mehr Aufmerksamkeit, es kommen mehr Leute rein. Also gebt Gas. Genau. Vielen Dank fürs Liken. Wir sind jetzt schon bei 38.000. Das ist eigentlich ganz gut dafür, dass ich jetzt gerade mal an 1 Stunde und 23 Minuten drinne bin. Ja, das ist. Ja, sehr gut. Oh. Vielen Dank, Bastian. Recht herzlichen Dank. Ja, und dann sehen wir mal weiter. Ja, auf jeden Fall sind Muslime herzlich eingeladen, nach oben zu kommen und wir debattieren dann einige islamische Dogmalehren. Ja, überhaupt kein Problem. Bastian, recht herzlichen Dank. Ja, vielen herzlichen Dank, vielen herzlichen Dank. Oh, mir steht so noch ein Schnauzer, typisch Kurde. Ja. Aber mein Bart wächst nicht gut, deswegen kriege ich nie so einen dicken Bart hin. Ja, ja, auch teilen, weitergeben, sokieren. Sokieren war schön bei dir, jetzt bei meiner Stativa-Gemeinde war schön. Ja, vielen Dank, Mike, dass du da gewesen bist. Sebastian, recht herzlichen Dank, sehr nett. Vielen Dank. Das ist nett. Vielen Dank, liebe Freunde. Recht herzlichen Dank. Vielen Dank, vielen Dank. Okay. Ja. Und wie gesagt, wir laden Muslime ein. Ihr seid herzlich eingeladen, Paddy, vielen Dank. Oh, mein Favorit. Vielen Dank, mein Lieber. Ihr seid herzlich eingeladen, liebe Muslime. Wir unterhalten uns hier ganz normal, okay? Ja, the one and only, Dankeschön. Wir unterhalten uns hier ganz vernünftig. Ich bin dafür, auch für Muslime, die ich nicht besonders mag, bin ich absolut dafür,
dass wir bestimmte Dinge diskutieren. Okay? Und Richter, vielen Dank. Bin offen für jede Diskussion, egal in welche Richtung, okay? Ich bin nicht allwissend, auch nicht im Islam und auch nicht im Atheismus oder in sonst irgendetwas anderen Sachen, aber ich bin offen für anständige Diskussion. Vielen Dank, Hans. Ja, einfach nur reden. Nono, recht herzlichen Dank, vielen Dank. Und Basic Patron, ja, hier, Basic, komm hoch. Dich habe ich gesucht. Komm, mein Lieber. Dich habe ich gesucht. Komm. Ja, Basic sind, übrigens, ich bin auch Basic, ja. Ich habe im Iran auch eine Basic-Ausbildung gemacht. Das sind Freiwilligenverbände im Iran. Die sind im Iran-Irak-Krieg aufgefallen dafür, dass sie mit Motorrädern in die irakischen Truppen reingefahren sind und haben sich da in die Luft gejagt. Vielen Dank, Armer. Basic, komm hoch, ich lade dich ein. Mr. Basic, komm, komm. Ich habe, ach Mist, jetzt ist Basic weg. Na gut. Basic, komm, mein Freund, ich lade dich hoch. Du bist ja so ein stolzer Vertreter der der Islamischen Republik Iran. Komm, mein Freund, komm, lass uns mal ein bisschen über Mutter reden, über die Zeitehe. Komm, vielen Dank, Sevi. Komm, lass uns mal ein bisschen über Mutter reden, über die Zeitehe. Okay? Komm, diese Spaßehe, wo muslime Frauen für 5 Minuten heiraten können. Für 5 Minuten. Diese legale Prostitution im Schia-Islam, übrigens auch im Sunni-Islam, nennt sich nur Misya. Ja? Unterschiedliche Namen, gleicher Zweck. Ja? Männer können Frauen für 1 Minute heiraten. Die können sich schnell einblasen lassen von der Frau und dann sind sie wieder geschieden. Das ist der Schia-Islam. Entschuldigung, wenn ich so vulgär jetzt gerade das gesagt habe. Aber nur so können die Menschen da draußen verstehen, was für eine abstoßende Religion das ist. Die machen einen Ehevertrag. Die setzen sich vor der Frau hin und dann fragt die Frau, nicht der Mann. Die Frau fragt, bist du bereit, mich für eine Summe von, sagen wir mal, 3 Tafeln Schokolade und einer Zeit von 10 Minuten zu heiraten? Und dann sagt die, dann sagt der Mann, Kabeltum, ich akzeptiere. Und dann sind sie verheiratet für 10 Minuten. Und wenn sie dann für 10 Minuten verheiratet sind, dann müssen sie sich schnell was einfallen lassen. Ja, und dann, wenn sie für einen Tag Mutter machen, dann gehen sie ganz schnell in ein Hotel oder in ein Haus, haben dann den ganzen Tag Spaß. Und dann am Abend, wenn die Zeit rum ist, sind sie wieder geschieden und dann dürfen sie sich nicht mehr angucken. Dann muss die Frau bedeckt sein und dann darf der Mann die Frau nicht mehr anfassen, die Frau den Mann nicht mehr. Das ist Mutter, ja. Und komm hoch, Basic, komm hoch. Ich zeige dir, dass deine Imame das Abstoßen gefunden haben. Komm, ich zeige es dir. Moment. Ich zeige dir, dass deine Imame es Abstoßen gefunden haben, okay? Deine Imame haben das Abstoßen gefunden. Und dann wirst du sehen, mein lieber Freund, du bist auf dem falschen Pfad. Ja, deine Imame waren nicht große Freunde davon. Oh, mal sehen, wo meine Seite ist. Da habe ich es nie nicht aufgeschrieben. Ja, da ist es. Okay. So, dann gucken wir mal, mein lieber Freund, was deine Imame über Mutter gesagt haben. Und dann wirst du Gänsehaut bekommen, mein lieber Freund. Ja, dein Mutter. Onkel, du bist 50 Jahre alt, also ich bin 20. Denkst du, ich komme jetzt mal mit dir zu diskutieren? Na klar. Du hast ja immerhin auch diese Lachanfälle in meinem Stream. Also kannst du sicherlich auch deine Lachanfälle in gute Argumente umdrehen, oder? Er hat keine Argumente, Kian, deswegen kommt er nicht hoch. Er kann nicht auf dem Niveau diskutieren, es funktioniert nicht. Er traut sich nicht. Ja, ein Großgelehrter, Al-Mahalli, ja, dürfte dem Schiiten hier bekannt sein, ist ein Großgelehrter unter den schiitischen Gelehrten, sagte, es ist für den bockigen Mann erlaubt, Mutter mit mehr als 4 freie Frauen zu machen. Das ist die Aussage von allen, die in Mutter glauben, also die in die Zeit ihr glauben, weil sie ein Status einer gemieteten Frau ist. Taskirat al-Fuqaha, Band 2, Seite 315. Ja? Khomeini sagte,
lehnte ab, dass es wie Mieten ist und sagte, die Wahrheit, worüber wir nicht verwirrt sein sollten, ist, dass Mutter eine wahre Ehe ist. Es gibt keinen Unterschied zwischen ihr und der Dauer, außer in einigen Gesetzen da drin. Ja? So, dann gibt es andere. Dann gibt es zum Beispiel, Prophet und die Imame konnten es nicht leiden, dass man Mutter ermachte. Hör jetzt gut zu, Mr. Basij. Abdullah bin Sinan sagte, ich fragte Abu Abdullah, Imam Jafar Sadiq, über Mutter, über die Zeit. Er sagte, beschmutz dich nicht damit. Al-Nawada, Seite 87. Die Kette ist authentisch Sahih. So, dann sagte Imam Jafar Sadiq, immerhin einer der größten Idole der Schia-Geschichte, keiner praktiziert die Mutter-Ehe außer die hurenhaftigen Frauen. Al-Nawada, Seite 87. Ja, der Prophet Mohammed sagte, heiratet und scheidet nicht. Allah mag den Mann und die Frau nicht, die ständig ihren Ehepartner wechseln. Wasail al-Shia, Band 22, Seite 9. So, Imam Ali sagte, dein Imam Ali, Mr. Basij, sagte, er muss mit einem Vormund der Frau und zwei Zeugen gemacht werden. Es sollte nicht für ein, zwei Dirhams oder für ein, zwei Tage gemacht werden, welches wie Unzucht ist. Musnad Said, Seite 304. So, bitte, Mr. Basij, der so apathisch ha, 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 hier gelacht hat. Das sind eure Quellen. Bitteschön. Hier, Imam Ali in Musnad. Bitteschön. Mohammed, ja, in euren Schia-Quellen. Okay? Dann weiter. Imam Jafar Sadiq. Nur die hurenhaftigen Frauen machen so etwas. Also, wie viel willst du noch lachen, Mr. Basij? Lern erst einmal, dass deine Imame die Zeit eher verpönt haben. Ja, sie fanden sie abstoßend, Mr. Basij. Ja, nennt sich aber Freiwilliger. Wisst ihr, was Freiwilliger bedeutet? Basij ist eine Militäreinheit im Iran. Ja, und diese Leute sind super fanatische Muslime. Ich bin auch Basij gewesen. Ich habe einen Basij-Ausweis aus dem Iran bekommen. Und da macht man ein dreimonatiges Militärtraining und dann geht man in den Krieg, wenn es sein muss. Und die Basij sind diejenigen, die auf der Straße zum Beispiel Frauen zusammenschlagen, wenn sie keinen Hijab tragen. Oder die Basij sind jene, die im Iran-Irak-Krieg sich freiwillig gemeldet haben, zum Beispiel auch mit Motorräder in irakische Armeeeinheiten reinzufahren. Seht ihr, er lacht wieder, Basij-Patron. Seht ihr, hat die iranische Fahne dort in seinem Banner da und lacht darüber. Das sind die schiitischen Muslime. Du zeigst ihnen die Quellen, dass die Imame die Zeitehe wie Prostitution betrachten und dass nur hurenhafte Frauen die Zeitehe machen. Ja? Aber er lacht trotzdem. Er findet es total amüsant, dass ich zeige ihm, weißt du, die Schiiten glauben an 12 Imame. Und ich zeige ihnen, das sind ihre heiligsten Leute, die sterben für diese 12 Imame. Und dann zeige ich ihnen, dass mindestens 3 Imame, einschließlich ihres Propheten, die Zeit eher verpönen. Und was passiert? Er lacht. Das sind hier die Zirde der Religion. Und dann kommt er mit seinem Alter. Aber Onkel, ich bin doch erst 20. Ja, du bist doch schon 50. Wie Onkel, wieso denn? Du willst mit einem 20-Jährigen diskutieren? Ja, du hast die große Fresse, hier zu lachen und deine Religion zu verteidigen und meine Aussagen belustigend zu finden. Ja, aber du kannst deine eigene Mutter nicht rechtfertigen. Ja, Mutter. Ja, stattdessen lachst du apathisch. Und weißt du, wie das wirkt auf die Leute da draußen? Ja, auch da draußen wirkt es so. Im Buch Al-Kafi, ja genau, das ist das Buch der Schiiten, also ein Hadithbuch, ja, Al-Kafi, spezielles Hadithbuch, das nur bei Schiiten existiert. Und dann wird in diese, dann wird ihnen gezeigt, was für Religion ihr habt, ja, was für Spielregeln ihr habt, diese abstoßenden Regeln, dass man eine Frau für 10 Minuten oder für 10 Tage, übrigens, es gibt eine unglaublich gute Doku auf YouTube, ja, wo diese Schia-Prostitution in der heiligsten Stadt des Schiitentums, in Karbala,
Da werden regelrecht Frauen getäuscht in die Zeitehe. Frauen suchen einen festen Ehepartner, dann schreiben die Gelehrten einen Fake-Ehevertrag und dann hauen sie ab. Und ja, siehst du, Basic, guck mal, merkt ihr, ich zeige ihm die Quellen. Und er sagt immer, oh nein, Onkel, du hast mir die Augen geöffnet. Das sind sie. Merkt ihr, warum es eigentlich nichts bringt? Wir müssten eigentlich nur diese religiöse Sekte bekämpfen. Es bringt nicht wirklich viel, mit ihnen zu sprechen. Jan, er lacht, weil er rhetorisch erstens nicht stark ist, zweitens nicht auf deinem Niveau ist, kein Wissen hat, deswegen lacht er. Er kann nicht mitdiskutieren, es geht nicht. Genau. Und Basic, du hast über 1400 Follower. Du bist natürlich herzlich eingeladen, hochzukommen. Ja, und dann unterhalten wir uns, lieber Basic, über deine Mutter. Und dann sehen wir mal, wie gut du ausgebildet bist, weil du magst ja die Mutter. Ja, du findest, du rechtfertigst die. Und dann kommen und dann unterhalten wir uns über die Schäden der Mutter. Und wisst ihr, euer friedlicher Islam, wie viele Morddrohungen ich jeden Tag bekomme über TikTok, weil ich Sachen poste, Nachrichten, wo Moslems am Durchdrehen sind. Ach Leute, komm, hört auf. Ihr seid alle super friedlich. Ihr wollt nach mir nach Hause kommen, ihr wollt meine Frau, meine Mutter, alles Mögliche. Also ganz unterste Schublade. Genau, genau. Und das ist wirklich also ein Skandal. Vielen Dank, Leila. Ja, das ist wirklich ein Skandal. Und was jetzt, Leute? Siehste, ich habe jetzt schon 4 Muslime aufgefordert, hochzukommen. Ja? Hier ist Kaffee Haram, stimmt. Kaffee Haram. Hier ist 4 Muslime habe ich eingeladen, Stellung zu ziehen. Eine Frau hat die genitale Verstümmelung von Frauen. Vielen Dank, Leila. Danke, dass ich dein Favorit bin. Die eine Marisa hat die Genitalverstümmelung im Islam befürwortet. Dajana hat den Islam die schönste Religion genannt. Basic hat nichts dagegen, dass man eine Frau für 10 Minuten heiraten kann. Gegen Geld und gegen eine geringfügige Zeit. Und ja, auf diese Art und Weise überführen sich die Muslime natürlich. Ja? Ihr seht, was los ist. Ihr seht, Freunde, meine Streams sind lebensnotwendig für euch da draußen. Ihr müsst sehen, wer euer Nachbar ist, wer ist euer Studienkollege, wer ist euer Arbeitskollege. Schaut euch an, was los ist, liebe Freunde. Es gibt eine Dokumentation. Ja, bitte. Weißt du, was das Problem ist, was du gerade gesagt hast, dass die meisten Leute die Gefahr, die uns droht und uns die Zustände, dass wir Zustände kriegen wie in Frankreich, in den Banlieues, dass das Problem ist, die wir auch teilweise schon haben. Die Leute sehen die Gefahr nicht, weil es sie selbst direkt nicht betrifft. Aber wenn es sie mal betrifft, wenn es mal ihre Tochter ist, die angegangen wird, ihr Sohn oder was auch immer oder sie selber, dann werden sie ihre Meinung ändern. Aber dann ist es wahrscheinlich schon zu spät. Die Leute müssten einfach mal sehen, dass ein Problem besteht und müssten einfach mal offen sein dafür und sich nicht immer in ihrer Welt, in ihrer heilen Welt, 4 Wände zurückziehen. Mit draußen haben wir nichts zu tun, weil es wird immer schlimmer. Ja. Ja, du, eben, das ist es. Und deswegen gehe ich auch hier. Ich mag TikTok wirklich nicht. Ja, ich mag es wirklich nicht. Ich mag es nicht, weil ich weiß, hier ist sehr viel Bodensatz. Ja, wenn du mit Araber und Türken und Kurden und so etwas diskutierst, dann brauchst du eine Therapie nach einem Jahr. Ja, eine Therapie. Du hast erstens so viel vulgäre Sprache in deinem ganzen Leben wirst du nicht hören wie mit denen. Ja, du wirst feststellen, dass es dich unheimlich nervlich zerstört, mit diesen Leuten zu reden, weil sie einfach fürchterliche Demagogen sind und voller Hass. Islam macht auch nicht wirklich Menschen friedlich. Ja? Was glaubst du, warum ich hier auf meinem Shirt hier das hier habe? Ja, keine Moschee. Weil da drinnen wird der ganze Dreck gepredigt in den schiitischen Moscheen in Deutschland. Da wird gepredigt. Ja? Lukas, herzlich willkommen. Ja? Genau, Leila, so sieht es hier aus, Kian. Genau. Danke, Nono. Ja, weil in den Moscheen wird es gepredigt. Da wird ein Basic mit 20 Jahren, der neugierig auf das Leben sein müsste. Mit 20 Jahren war ich neugierig auf das Leben. Da war ich wissbegierig. Da bin ich ausgewandert, Freunde. Da war ich weg. Da bin ich 2 Jahre zum Islamstudium gegangen. Ja, habe ich Deutschland verlassen. Ich war neugierig. Ich wollte wissen, was los ist in der Welt. Ja, aber der mit 20, der plappert einfach nach. Ja, es ist, was ist denn an der Zeitehe denn so schlimm, wenn beide Ja sagen? Ja, was ist so schlimm an der Prostitution? Lass uns mal über die Prostitution reden. Ist es schön, wenn eine Frau für eine Stunde, wenn ein Mann, weiß ich nicht, 160 Euro bezahlt und dann für eine Stunde über eine Frau herrutscht? Ist das, was wir uns wünschen für eine Frau? Das wünschen wir uns das für eine Frau, die das gleiche Recht hat? Vielen Dank, Leila. Ja.
Wünschen wir uns so etwas für eine Frau? Nein. Warum sollten wir uns das für eine muslimische Frau wünschen? Und was ist aus dir geworden? Chillst auf einer Kinder-App und redest darüber, wie du, was du hast. Also, soweit ich weiß, Mr. Basic, sind wir beide auf einer Kinder-App. Genau, er schreibt gerade, so will ich nicht enden. Aber so endest du ja, weil du bist hier, du hörst zu, traust dich nicht hochzukommen. Anscheinend findest du Kian so interessant, dass du den Stream nicht verlassen kannst, weil du die ganze Zeit gebannt hier bist und zuhörst. Genau. Komm doch hoch. Und jetzt haben wir den nächsten Muslim hier. Jetzt suche ich den nächsten Muslim. Mois, du warst nie Muslim, hat er geschrieben. Also das sind auch wieder, schade, er hat auch nur 21 Follower. Ja, schade, wieder einer so ein Fake-Typ. Sonst hätte ich dich gerne hochgeholt, mein lieber Freund. Lagen wir beide in der gleichen Wiege? Hingen wir beide an der gleichen Brust? Oder sind wir beide im gleichen Haus groß geworden? Sind wir beide gleich zur Schule gegangen? Waren wir die besten Kumpels in der Vergangenheit? Woher weißt du, dass ich nie ein Muslim war? Diese Kindergartenreaktion, das höre ich andauernd, wo Muslime sind wahrscheinlich sehr traumatisiert, wenn sie einen Ex-Muslim sehen. Basiji Patron hat geschrieben, ich hätte dich beleidigt. Wo habe ich Kian beleidigt? Erzähl mal, was habe ich zu Kian jetzt gerade gesagt, dass ihn beleidigt hat? Wo habe ich ihn beleidigt? Ich weiß nicht, wie du darauf kommst. Erzähl. Ach, das kannst du vergessen. Diese Leute, guck mal. Erst 20 Jahre. Mit 20 Jahren, da war ich schon in der Mitte meines Studiums, da habe ich mein Leben sortiert. Schau mal, und er kann nicht weiter als lachen. Weißt du, wenn man sich sicher ist über das, was man weiß, dann lacht man nicht. Dann sagt man, hey, das sind die Fakten. Bum, 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 bum. Aber der kommt nicht dazu. Der kommt nicht dazu. Ihr seid ein islamischer Zirkus. Ihr unterhaltet uns mit eurer Dummheit. Ja, ich werde ihn auch gleich sperren, weil er nicht hochkommt, er die ganze Zeit nur Quatsch hier reinschreibt und dann soll er halt gehen. Weil ich habe jetzt keine Lust, dass wir 4 Stunden mit ihm reden und er kommt einfach nicht und schreibt immer nur wieder Quatsch hier rein. Ich meine, es führt ja auch zu nichts. Also hier, Moos, ich sag's dir, wenn du hochkommst, wenn du live hochkommst, wenn du auch zu deinem anderen Account gehst und hochkommst, dann sage ich dir Surah Al-Fatiha. Komm. Ja, komm. Sagen wir mal, ich würde die Surah Al-Fatiha jetzt sagen. Ich könnte auch ein arabischer Christ sein. Dann könnte ich auch die Surah Al-Fatiha leicht auswendig gelernt haben. Ich könnte auch ein Jude sein, weil ihr hasst ja Juden wie die Pest. Ich könnte auch ein Jude sein, der Arabisch gelernt hat und Islamwissenschaft studiert hat und könnte dann deswegen die Surah Al-Fatiha aufsagen. Die Surah Al-Fatiha sagt nichts darüber aus, ob ich wirklich ein Muslim war oder nicht. Ich könnte ein kompletter Fake sein. Könnte komplett vom Geheimdienst aufgebaut sein, um den Islam zu zerstören. Ja, das ist dumm. Komm hoch und wir debattieren. Und dann wirst du sehen, welche Wissen kommt dem Islam näher. Dein Wissen oder meins. Deswegen challenge ich euch. Deswegen fordere ich euch heraus. Surah Al-Fatiha sagt gar nichts. Ja, das sagt gar nichts. Ja, deswegen kommt hoch und dann unterhalten wir uns mal, wie oft und wie viel Mal wir ihm die Surah Al-Fatiha bei unserem 5-maligen Gebet sagen müssen. Und dann sag mir einfach jetzt auf der Stelle, wie oft müssen wir das sagen? Und was ist die Bedeutung der Surah Al-Fatiha auf Deutsch? Ja, die Surah Al-Fatiha, das ist auch so eine interessante Sache. Die Surah Al-Fatiha ist eine Anspielung auf die Juden und die Christen, Vers 6 und Vers 7. Da werden die Juden und die Christen als verflucht und als Irregegangene bezeichnet. Das ist die Realität, liebe Freunde. Wir haben eine gigantische Religion in unser Land eingeladen, das Juden und Christen in ihren täglichen Gebeten verflucht. Ich weiß es aber, du denke ich nicht. Ja, ist mir egal. Komm hoch und dann unterhalten wir uns. Ich will, jetzt kommt er mit Surah Al-Ikhlas. Du hast noch den Al-Fatiha noch nicht gehört. Ja. Okay, gut. Also wenn er nicht hochkommen will, dann nützt es natürlich nichts. Wenn du hochkommst, sage ich Surah Al-Ikhlas und Surah Al-Fatiha. Dann lese ich diese beiden Koranverse. Aber nur, wenn du hochkommst. Oder schau mal, wenn ich Surah Al-Ikhlas sage, ja? Zum Beispiel, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. So, habe ich den Islamtest jetzt bestanden? Habe ich den Islamtest jetzt bestanden? Moes, habe ich ihn bestanden? Bin ich jetzt in deiner Welt, bin ich Muslim? Dann kannst du jetzt hochkommen, okay? Bin dir entgegengekommen. Kommst du jetzt mir entgegen oder nicht? Ja. Qul huwallahu ahad. Allahu samad.
Hier an die Leute kommen jetzt. Guck mal, 240, jetzt kommen die rein. Der einzige Gott. Allahu Samad, er ist der Einzige. Lem yalid wa lem yulad. Er zeugt nicht und er ward nicht und wurde nicht gezeugt. Wa lem yakul lahu kufuwan ahad. Und niemand ist ihm gleich. Ich habe dir sogar die Übersetzung gegeben jetzt dazu. Und sogar freiwillig, noch bevor ich die gesehen habe, dass du Übersetzung wolltest. Siehst du? Ich habe in die Kamera geguckt, während ich die Übersetzung gesagt habe. Ich kenne sogar die Übersetzung. Habe ich den Islam-Test jetzt bestanden, mein lieber Freund? Mois, kannst du bestätigen, dass ich Muslim bin? Ach, herrlich. Ihr seid, Muslime sind so albern. Aber das kommt. Kian, schau mal, jetzt kommen, Kian, jetzt kommen die Leute rein. Schau mal, 318. Ja, wunderbar. Auf diese Weise sind natürlich, auch viele Muslime eingeladen. Mal sehen, jetzt kommen schon drei. Jetzt gucken wir mal, ist hier jemand da? Veli, okay, Veli. Gut. Los. So. Veli, herzlich willkommen. Oh. Der fünfte, der nicht mit uns sprechen möchte. Okay. Gut, Veli ist wieder raus. Kian, du bist der Knaller, Tatjana. Vielen Dank. Gut, schauen wir mal. Diram, hallo, grüß dich. Mesut 62. Mesut, wenn du uns damit meinst, mit geistiger Dünnschiss, dann kannst du hochkommen und wir unterhalten uns über den geistigen Dünnschiss. Die haben alle Schiss. Naja, zumindest kommen sie nicht hoch, wenn man sie einlädt. Ich verstehe das nicht. Ja, also ich würde mir das nicht zweimal sagen lassen, wenn jemand sagt, ihr Ex-Muslime habt nichts drauf. Mit Islam will er sich profilieren. Mirak, komm, mein Freund, komm hoch, komm. Ach, du hast ja auch nur diese 103 Follower, da kannst du ja auch nicht hochkommen. Gut, also gut, jetzt haben wir bei 337, jetzt sind die Muslime aus ihrem Schönheitsschlaf erwacht und kommen vielleicht auf die Idee, hochzukommen. Freunde, bitte meinen Stream liken, 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 unterstützen. Bitte helft mir, dass das Ding wächst. Okay, wäre wirklich nett, wenn ihr pusht. Das wäre wirklich gut. Ja, hier haben wir auch wieder jemand mit Allah im Profil. Mal gucken, was Gasman sagt. Ja, Gasman, grüß dich. Assalamu alaikum. Alaikum salam, Friede wünsche ich. Oh, vielen Dank. Du hast meinen Gruß erwidert, obwohl ich Kafir bin. Guten Tag, Bastian. Gasman, weißt du, dass du einem Nicht-Muslim nicht den islamischen Friedensgruß geben darfst? Ich sehe das komplett anders. Vielen Dank. Gut, okay. Warum siehst du das anders? Deine Fuqaha, deine Rechtsgelehrten haben gesagt, dass man aufgrund der Surah al-Baqarah, wo Moses auf den Pharao trifft und der Moses den Pharao auf eine spezifische Art und Weise gegrüßt hat. Vielen Dank für die Spenden. Weißt du, wie Moses den Pharao begrüßt hat? Moment. Ich kann mich gerade nicht erinnern, aber kannst du mir bestimmt helfen dabei? Ja. Moment. Moment, ich will jetzt noch mal ganz kurz. So, also. Und zwar folgendes. In Surah Al-Baqarah, okay? Da trifft Moses auf den Pharao und Moses grüßt den Pharao mit Salamun ala manittaba al-Huda. Und das bedeutet in der Übersetzung so viel wie Friede auf dem, der der Rechtleitung folgt. Und das bedeutet, wenn man jemanden mit Salam alaikum grüßt, dann muss derjenige Muslim sein. Und derjenige, der die Rechtleitung nicht annimmt, darf auch kein Salam bekommen, keinen Frieden bekommen. Friede gilt nur für deine muslimische Gemeinschaft, wenn du Muslim bist. Dann gilt sie nur für die muslimische Gemeinschaft. Aber wenn du kein Muslim bist, dann gilt für dich das Salam alaikum nicht, weil der Prophet das verboten hat und weil der Koran es verbietet, dass man einen Nichtgläubigen mit Salam alaikum grüßt. Das Salam ist ein Privileg innerhalb der muslimischen Gemeinschaft. Und die islamischen Gelehrten haben gesagt, dass man Nichtgläubige immer nur mit Salam ala man ittaba huda grüßen darf. Okay. Solange okay, sie der Rechtleitung nicht folgen. Okay, ich verstehe dich. Aber ich sehe die Dinge ein bisschen anders, wie gesagt. Diese Gelehrten sind nicht der Islam, sondern der Islam ist der Koran. Rein der Koran ist der wahre Islam. Und diese Gelehrten sind Menschen,
mit guter und mit schlechter Laune, keine Ahnung, und was sie da alles so gepredigt haben. Ich wünsche jeden Friede, weil wir sind Gottes Geschöpfe und jeder darf seinen Glauben haben, wie er möchte, wie am freien Willen. Und es gibt keinen Zwang, egal ob das jetzt von Christum oder Islam oder Buddhisten und sonst was. Eigentlich Religionen haben Frieden. Und es ist, ich habe wirklich große Angst, habe ich. Immer mehr und mehr sehe ich diesen Krieg, den man jetzt noch, also inshallah, so Gott will, bleibt es nur, sag ich mal, nur mit Wörtern. Aber ich habe Bedenken, dass es irgendwann mal knallt, weil es Verrückte gibt, radikale Muslime und radikale Christen, obwohl eigentlich radikal, also wenn sich, ich sage jetzt Muslime und Christen, aber eigentlich in den Glauben darf es kein Radikal geben. Wenn jemand sich entschieden hat für eine Religion, dann muss er das mit Herzen angehen, er muss ein Vorbild sein, er muss das strahlen. Und so kann er die Leute auch dann einladen. Aber wenn ich mit Hass und Hetze und was weiß ich rüber, dann stoße ich nur die Menschen damit ab. So sehe ich das. Deswegen verstehe ich nicht. Also ich glaube fest an den Koran. Ich liebe die Bibel. Es ist die Aufgabe jedes Muslim, die Bibel zu folgen. Sind Gottes Wörter und es ist Friede zu wünschen und zu miteinander zu leben. Okay, dann muss ich dich erstmal grundsätzlich was fragen. Zu welcher islamischen Sekte gehörst du? Also ich glaube an den Schöpfer, der dich und mich erschaffen hat. Ich glaube, ich folge auch Jesus, ich folge alle Propheten. Warte mal, wir müssen das ein bisschen konkretisieren. Also, so wie du dich anhörst, hörst du dich wie ein Koranite? Ja, also ich finde dieses Wort Koranite ist eigentlich keine so schönes Wort. Du glaubst nicht an die Überlieferung aus der Sekundarliteratur, den Hadithen, richtig? Ich folge Gottes Wörter, Gottes Schrift. Gassman, schau mal, Gassman. Ich war im letzten Jahr meiner islamischen Karriere, war ich so etwas wie ein Koranite. Ich weiß, ich kenne die Rhetorik der Koraniten. Ja, ich kenne sie. Mit mir brauchst du kein Versteckspiel machen. Ich sage, wie was es ist. Ich möchte, dass du einfach nur ehrlich bist. Wenn du sagst, du bist Koranite, dann bedeutet das, dass du die Mehrheit der Hadith-Überlieferung nicht akzeptierst. Meine nächste Frage ist, betest du 5-mal am Tag oder 3-mal am Tag? Ich bete so oft ich mir danach ist. Nein, Gassman, wie viele Pflichtgebete stehen im Koran? Es gibt mehrere. Wie viele Pflichtgebete stehen im Koran? Gott sagt auch, gedenket Allah im Sitzen, im Liegen, im Stehen, im Laufen. Das ist Gebet. Nein, Gassman, ich bitte dich, es gibt drei Gebete, die im Koran erwähnt werden. Guck mal, ich weiß genau, was du möchtest, aber ich bin nicht hochgekommen, dass wir debattieren. Ich muss erst einmal herausfinden, zu welcher religiösen Mezhab, Rechtsschule. Warum? Warum, oder, Bruder? Ganz einfach, weil das ist ausschlaggebend dafür, ob ich, wie ich mit dir zu reden habe. Wenn ich mit einem Schiiten rede, kann ich mit einem Schiiten nicht so sprechen wie mit einem Sunniten. Und wenn ich mit einem Wahhabi oder mit einem Salafi spreche oder wenn ich mit einem nur Koranler spreche, muss ich eine andere Strategie anwenden. Und dann habe ich ganz kurz eine Frage. Warum steht dann nicht? Dann müsstest du, guck mal, bei aller Respekt, ich bin nicht hochgekommen mit dir, dich irgendwie. Warum? Dann müsstest du mehrere Mützen auf deinem Kopf haben. Dann müsstest du einmal Ex-Schiite, Ex-Sunnite, Ex-Koranite und so weiter. Dann müsstest du bei jedes Gespräch, mit dem du jetzt zum Beispiel, du sagst, ich bin ein Koranit und du möchtest mit mir reden, dann müsstest du deine Mütze zu Ex-Koranite, weil du sagst Ex-Muslime, du nimmst ja alle, den ganzen Islam nimmst du. Und das passt nicht. Verstehst du, wie ich das meine? Das passt nicht. Okay. So, was ich wissen möchte von dir ist,
Ich will einfach von dir wissen. Du hast gesagt, ich sehe, du weichst zum Beispiel der Diskussion um die Hadithe aus. Das ist ein Indikator dafür, dass du die Hadithe nicht akzeptierst. Ist ja nicht mein Problem. Fein, okay. Steh doch zu dem, was du glaubst. Deswegen unterhalten wir uns auch hier. Und wenn ich weiß, dass die Koraniten alles anders betrachten als der Rest der islamischen Welt. Aber die Koraniten sind so unbedeutend, dass ich meine Zeit nicht verschwenden möchte für die Koraniten, weil die Koraniten haben keine Macht in der islamischen Welt. Ihr seid eine 0,0001% Bewegung. Ja, ihr im Gegenteil. Die meisten Fuqaha, die meisten Juristen, islamischen Juristen, sehen euch als Kafir. Dafür, weil ihr die Sekundarliteratur, die Hadithe ablehnt. Und mir ist es egal, je mehr man vom Islam ablehnt, desto willkommener heiße ich so einen Muslim. Ja, aber ich möchte trotzdem sagen, ich möchte wissen, ob du im weitesten Sinne dich als Koranite verstehst. Komm mal, Bruder, ich habe da gar kein Problem. Zum Beispiel, wie gesagt, dieses Wort Koranite, das mag ich nicht und möge mich. Ich bin Gott Ergebener. Und wenn du das so willst, ja, bin ich dann einer davon, wenn du das so jetzt für dich das klar haben möchtest, ja. Aber guck mal, wenn du jetzt ein Moslem, Ex-Moslem bist, das heißt, guck mal, du hast Wissen viel in Islam, dann habe ich so eine Frage, warum klärst du dann die Leute nicht, gerade die Muslime, warum sagst du denn nicht, warum klärst du denn nicht, dass die Hadithe zum Beispiel, oder dass der Islam heutzutage vieles Verkehrtes, sondern ich habe nur das Gefühl, dass du so dann provozierst. Mach das nicht, Bruder. Also. Oder sag, hey Muslime, hört mal zu, ich kenne mich in Islam aus, das und das und das ist nicht richtig. Weißt du, dass man die Leute aufklärt, aber nicht, dass man aufhört, weil wir haben genug Probleme auf der Welt, genug andere Probleme. Wir müssen Frieden schaffen. Also erst einmal, das Problem bin nicht ich, das Problem ist der Islam. Der Islam ist kein Garant für Friede. Die unruhigsten und gewalttätigsten Gesellschaften sind. Nein, Islam ist perfekt. Die Menschen machen. Nein, der Islam ist noch nicht perfekt. Und deswegen bin ich bereit, mit dir zu diskutieren und dir zu zeigen, dass der Islam nicht perfekt ist. Ich würde auch nicht aus dem Islam gehen, wenn ich die Vermutung hätte, dass nur die Muslime daran schuld sind, dass der Islam so aussieht. Sondern ich bin aus dem Islam weggegangen, weil ich glaube, dass der Islam die Quelle des Übels ist. Und deswegen müssen wir darüber reden. Und jetzt sage ich dir eine Sache. Ich weiß, okay. Du betest dreimal am Tag. Dreimal, das sind deine Pflichtgebete. Im Koran wird Ich bete mehr. Ich bete fünfmal und mehr. Ja, ich weiß. Du kannst auch 10, 30 Mal beten. Es gab Momente in meinem islamischen Leben, da war ich die stundenlang versunken in Gebete. Ja. Okay. Und deswegen ist es für mich wichtig. Laut der Sure Al-Isra, die Nachtreise, Vers 78, steht hier in etwa die Bedeutung, verrichte das Gebet beim Neigen der Sonne bis zum Dunkel der Nacht und auch die Koranlesung in der Morgendämmerung, gewiss, die Koranlesung in der Morgendämmerung wird von den Engeln bezeugt. Und ein Teil der Nacht, also 78 und 79, weisen darauf hin, dass es drei konkrete Gebete gibt im Koran. Drei konkrete Gebete. Eigentlich fünf. Eigentlich sind konkrete fünf Gebete, sind das konkret. Ja, wenn man der Sunna folgt, dann sind es fünf. Richtig. Der muss laut Koran. Sunna akzeptieren, Koran. Die akzeptierst du nicht. Und da gibt es nicht. Es gibt im Koran nur diese drei Hinweise darauf, dass man so beten soll. Und zwar beim Neigen der Sonne bis zum Dunkel der Nacht oder der Morgendämmerung oder in einem Teil der Nacht. Also Salatul Isra, die Nacht, Salatul Maghrib und Salatul Fajr. Morgengebet, Abendgebet, Nachtgebet. Das sind die drei Gebete, die du machen musst. Und es gibt kein Nachmittagsgebet oder Mittagsgebet. Okay. Was möchtest du mir damit sagen mit dem Gebet? Ich will nur herausfinden, welcher religiösen Sekte du innerhalb des Islam angehörst, damit ich meine Diskussion mit dir aufbauen kann. Habe ich doch gesagt, wenn du das so willst, dann gehöre ich zu dieser Koraniten, wie du nennst. Aber, wunderbar, dann ist doch für mich der Punkt klar. Gut, wie sehen die Koraniten die Apostasie im Islam, die Abtrünnigkeit vom Islam? Apostel, du meinst die aus der Bibel? Nein, Apostasie, Apostaten. Wie sieht der Koran oder die Koraniten, wie sehen die Koraniten die Abtrünnigkeit vom Islam, also wenn jemand den Islam verlässt, ein Murtad hat? Was soll ich sagen, der hat ein Problem mit Gott, nicht mit mir.
Was soll ich machen? Das ist doch seine Entscheidung, seine freiwillige Entscheidung ist das. Sogar mein Kind, wenn das so, mein Kind entscheidet, die Religion zu verlassen, ich werde dann erklären, hör mal zu, so verstehe ich den Koran, so steht es im Koran, aber es ist deine Seele, am Ende wirst du vor Gott stehen. Okay, gut. Was blüht einem nach einem Muslim, der vom Glauben abtrünnig wird, laut Koran? Also es gibt einen Vers im Koran, so viel ich mich erinnere, wenn man den Glauben verlässt und wieder reinkommt und wieder verlässt, ich glaube 4 oder 5 Mal, und das letzte Entscheidung, wenn er den da komplett verlässt, dann wird Allah, so viel ich weiß, sehr zornig darüber. Also wird er wird getötet. Das ist der. Von wem? Naja, von allen. Erst einmal gebe ich Folgendes zu. Erstmal gebe ich Folgendes zu. Im Koran gibt es keinen Hinweis darauf, auf die Tötung von Apostaten. Okay? Das gibt es im Koran nicht. Aber Entschuldigung. In der Hadith-Literatur gibt es die. Mehr als genug. Mehr als genug. Ja, ich will nur auf eine bestimmte Sache. Bruder. Was sagt der Koran über Abtrünnige? Bruder, guck mal, das ist das Problem. Guck mal, darf ich noch was kurz sagen? Das Ding ist, viele, guck mal, bei aller Respekt, ganz, ganz ehrlich, viele, die sich auch Ex-Muslime nennen, die sind sauer auf den Islam, oder auch viele, viele, sag ich mal, die den sogenannten Islam verlassen, die sind eigentlich sauer oder verletzt von der traditionellen Glauben. Nein, Gasman. Der wahre Glaube, Gasman, der wahre Glaube ist an. Frieden. Fang nicht mit diesem emotionalen Spiel an. Ist aber so. Sag mir nicht, dass wir irgendwie enttäuscht waren und dass wir mehr erwartet haben von Allah. Wir haben die Schriften studiert und haben gemerkt, dass diese Schriften gefährlich sind. Wir aber Schrift ist nur der Koran. Ich hatte sie. Wir gehören nicht in die Gegenwartszeit. Das haben wir gemerkt. Okay? Ja, aber die Hadith. Oder wir sind nicht gebrochene Seelen. Wir haben den Islam studiert und haben den Islam für falsch befunden. Islam? Islam ist doch nur der Koran, nicht die Hadith. Gasman, im Koran steht Sure 18, Vers 29 über die Abtrünnigkeit. Und sag, es ist die Wahrheit von eurem Herrn. Wer nun will, der soll glauben. Und wer will, der soll ungläubig sein. Bis dahin fände ich es gut, was Allah sagt. Hätte Allah jetzt seinen imaginären Mund gehalten, hätte ich gesagt, wunderbar, ist eine tolle Stelle. Gewiss. Wir haben den Ungerechten ein Feuer bereitet, dessen Zeltdecke sie umfangen hält. Und wenn sie um Hilfe rufen, damit sind die Leute gemeint, die nicht glauben, wird ihnen mit Wasser wie geschmolzenen Erz geholfen, dass die Gesichter versenkt werden. Ein schlimmes Getränk und ein böser Rastplatz für die Ungläubigen. So, dein Antwort. Sowas gibt es sehr viel. Ja, sehr viele nicht. Stellen gibt es sowas. So, ja, genau. Und da kann ich dir gleich die anderen Stellen auch nennen. Da gibt es zum Beispiel Sure 2, Vers 256, Sure 4, Vers 91 und Sure 5, Vers 92. Sie alle thematisieren die Abtrünnigkeit vom Islam. So, wie reagiert jetzt nun dein barmherziger Gott darauf? Er ist beleidigt, dass wir abtrünnig werden. Und was tut er? Er versenkt mich mit fließendem Erz oder geschmolzenem Erz, er quält und foltert mich, weil ich meiner Gewissensfreiheit nicht mehr folgen kann. Das ist das, was diese Religion aus Menschen macht. Sie hält die in Furcht und in Angst. Und deswegen verlassen viele Muslime auch nicht den Islam, weil sie sagen, ich habe Angst, dass ich in die Hölle komme. Und deswegen bleiben viele Leute im Islam. Guck mal, mein Bruder, ich verstehe dich. Guck mal, aber guck mal jetzt. Gasman, nenn mich auch nicht dein Bruder. Gasman, So, okay, gut. Wenn du das nicht möchtest. Lass uns einfach ein nettes Gespräch haben, aber bitte nicht diese religiösen Floskeln. Für mich sind alle Menschen meine Geschwister. Deswegen sage ich, Bruder, aber wenn du das nicht möchtest, kein Problem. Guck mal, Gott ist Gott. Ich kann den Schöpfer nicht so gestalten, wie es mir passt. Gott ist der Schöpfer. Guck mal, wenn ich zum Beispiel, ich sag mal jetzt, ich habe ein Problem mit meiner eigenen Frau, meine Ehefrau, habe ich ein Problem, Beispiel. So, ich habe ein Problem mit meinen Kindern und was weiß ich. Ich kann auch nicht nach Lust und Laune so mein Leben leben, wie ich das will. Es gibt viele Stellen, wo ich auch anders machen würde. Aber mein Schöpfer sagt, hey, so hast du zu tun und fertig. So,
Guck mal, sogar in der Bibel steht auch, als Moses gesagt hat, oh, wie soll ich, oh Gott, wie soll ich denn zu Pharao sagen, wer du bist? Sag, ich bin das, was ich bin. Punkt. Was soll man noch? Gott ist Gott. Es gibt viele Stellen auch, es gibt noch eine Stelle im Koran. Guck mal, noch eine, vielleicht kennst du das. Da steht, ihre Häute werden verbrennen und Gott wird ihre Häute wieder erschaffen, damit die noch mehr verbrennen. Richtig. Oh mein Gott. Ja, ich kenne das. So, richtig. Aber kann ich denn über meinen Schöpfer was dagegen sagen? Kann ich nicht. Eben, du bist ich ein Gehorsam deines perfekten Schöpfers, der Menschen nicht erlaubt, ihre Gewissen. Der Grund, warum ich den Islam verlassen habe, ist nicht Rebellion gegen Gott, sondern ich habe einfach gemerkt, mit dieser Religion kann ich nicht mehr viel anfangen. Die Moral ist antiquatsch, der Frieden im Islam ist nicht gewährleistet. Diese Religion ist brutal, sie ist ungerecht, sie ist frauenfeindlich, sie ist juden- und christenfeindlich und sie geht gegen die menschliche Vernunft. Und deswegen habe ich das verlassen. Und wenn du dieser vermischt Gott das viel mit Hadithen wäre, barmherzig wäre, dann würde Gott einfach sagen, okay, er hat meine Religion nicht verstanden, alles klar, dann eben trotzdem Gott, der ist Paradies. Die Tatsache, dass Gott beleidigt ist mit jedem, der den Islam verlässt, zeigt, dass etwas nicht mit dieser Religion stimmt. Okay, guck mal, ich sage noch einen Satz, dann lasse ich die anderen aussprechen. Ja. Guck mal, Jesus, also laut den Christen, Jesus ist Liebe, pure Liebe und Vergeben und sowas. Aber nicht der islamische Christus. Nicht der islamische Christus. Du redest jetzt vom islamischen Christus oder vom christlichen Christus? Vom christliche, was ihr jetzt so sagt, ne, laut von euch, sage ich mal jetzt. Nicht von aber euch. Wenn man Christus. Ich glaube nicht an Christen. Ich glaube nicht an das Christentum. Ach so, du, ach so. Ah, auch. Ich bin okay, Atheist. Weil du als Ex-Muslime dachtest. Ich bin Atheist. Okay, guck mal. Ah, okay, gut, das ist ein anderes Thema. Okay, also du bist Atheist, okay. Du meintest hier feindlich auch über Frauen, ja? Das passt nicht. Es gibt einige Hadithe, die Frauen auf eine Art unterdrücken, da gebe ich dir recht, ich bin auch dagegen. Aber laut Koran ist eine Frau, wenn man den Koran richtig versteht und liest, ist eine Frau eine Königin. Die ist Gleichberechtigung. Mhm. Guck mal, es gibt keine Sure, die zum Beispiel Mann heißt. Aber im Koran gibt es Sure Frau, Nisa. Und es gibt sogar, guck mal, es gibt noch keine Stelle, wo es heißt, oh du Mann, du bist der beste Mann aller Männer. Nicht mal der Prophet wird so erwähnt. Aber Maryam, also Maria, die Mutter von Jesus, die sagt, du bist die beste Frau aller Frauen. So ein Position an eine Frau. Gut, dann sage ich dir kann mal, nur empfehlen, ich komme zum Schluss. Prophet, dann sage ich dir mal, was der Prophet gesagt hat über Frauen. Abu Sa'id al-Khudri berichtete in Sahih, ich glaube Sahih Muslim oder Sahih Bukhari, ist das Zeugnis einer Frau nicht halb so groß wie das eines Mannes? Die Frauen sagten ja. Er sagte, das liegt an der geistigen Unzulänglichkeit der Frau. Das nennst du hochhalten? Wenn der Prophet sagt, dass das Zeugnis einer Frau im Koran nur die Hälfte ist und das liegt daran, dass die Frau, dass die geistige Unzulänglichkeit, also die geistige Kapazität von einer Frau nur beschränkt ist. Bruder, das ist, guck mal, ich habe wieder Bruder gesagt, Entschuldigung. Das ist kein Problem, mein Freund, ich würde gerne es sachlich halten. Ja, das ist es. Koran, das sind zwei verschiedene Welten. Das ist das ist Problem, das, wenn man mit Koraniten spricht. Ja. Echt? Also, okay, ich komme zum Schluss. Ich lasse die anderen sprechen. Okay. Ich kann nur jedem empfehlen, wenn man, bevor man so schlecht über Islam diese Information nimmt, sollte man sich wirklich nur mit dem Koran sich beschäftigen, eigenes gemacht. Bild machen und dann kann man weiterschauen. So, ich danke für den Hochhol. Ja, ich wünsche Frieden dir und alle anderen. Also ich bin ein sehr, sehr strenger Muslime, so streng, dass ich nicht mal eine Fliege was tun darf. So streng nehme ich meine Religion. Frieden wünsche ich euch. Gasman, ganz kurz, ja. Ich fand es gut, du warst sehr respektvoll. Mit dir konnte man gut sprechen. Ich wünsche dir einen schönen Abend und mach's gut. Ja, vielen Dank. Danke, bitte auch. Sag mal, Frieden. Gasman, eine kurze Frage. Sag mal, warst du bei einer Mahnwache von Michael Sturzenberger mal da? Nee, was? Da gehe ich auch nicht mal. Ich gehe bei sowas nicht. Der Typ provoziert nur und will nur, keine Ahnung, nur Probleme machen. Okay, gut, alles klar. Gut. Okay, danke. Vielen Dank. Ja. Kian, ganz kurz. Ja. Alimo, du bist sofort dran. Lia hat geschrieben, ich habe das hier mal angehalten, nur der Koran
du warst nie Moslem, er will nur provozieren, er will nur Klicks. Das heißt, du warst nie Moslem und nur der Koran. Was willst du ihr sagen? Gleich hochkommen, gleich hochkommen. Dann messen wir mein Wissen gegen ihr Wissen. Gleich hochkommen, gleich mal hochnehmen. Genau, gleich hochnehmen, gleich reden. Ja, gleich reden. Gleich genau. Reden. Daran so. Merkt man dann, ob. Ja, so allem. So, Ali Moore. So, du bist dran. So. Ist das nicht der beste Beweis, Ali Moore? Ob man, ob jemand was von Religion Bescheid weiß oder nicht? Doch, das hört man sich schon schnell an. Ich bin selber ein Koran-Muslim, also Koranit, was ihr immer okay. macht oder sagt, ne? Und ich hätte gerne eine Frage, warst du auch Sunnite? Nein, ich war bis 2013 war ich Schiite und dann habe ich mich dem Mainstream-Islam angeschlossen, bin ein paar Jahre lang als nur Muslim durch die Gegend gegangen, habe gesagt, ich werde jetzt nur noch Koran und Sunna folgen und werde mich nicht mehr auf Sekten einlassen. Und am Ende, im letzten Jahr, habe ich mich tatsächlich den Koraniten angeschlossen und habe mein Bedürfnis verspürt, vielleicht nochmal meinen islamischen Lebensweg zu korrigieren. Und da hatte ich viel Kontakt, fast ein Jahr lang mit Koraniten und habe mich auch durchgelesen und durchgearbeitet. Und dann schlussendlich 2017 habe ich gesagt, auch das ist nicht mehr. Vielen Dank, Bastian. Auch das gefällt mir nicht mehr. Und dann habe ich den Islam komplett an den Nagel gehängt. Ich sage gleich im Vorweg, vielen Dank Nono, vielen Dank die anderen. Ich sage gleich im Vorweg, mir sind die Koraniten von allen islamischen Sekten am liebsten. Ja, weil ich bin der festen Überzeugung, dass die Hadith-Literatur viele intellektuelle Probleme verursacht. Ich nenne mal ein Beispiel. Ich nenne mal ein Beispiel. Im Koran kommen die Hunde oder kommt der Hund sehr gut weg. Richtig? Richtig. Ja, also. Und im Hadith darfst du einen schwarzen Hund töten. Genau. Im Koran kommt der Hund eigentlich gut weg. Hätten die Muslime nicht die Hadith-Literatur, hätten sie wahrscheinlich keine Probleme mit Hunde. Weil der Hund, der darf da die Beute reißen und der Muslim darf die Beute sogar essen. Der Speichel eines Hundes ist nicht mal unrein laut Koran und so weiter und so fort. Aber laut der Hadith-Literatur sind Hunde besessen von bösen Djinn. Nicht nur Djinns, sondern auch Shayatin, also Teufel. Ja, stimmt und leider. Schwarze Hunde sollen sogar getötet werden, weil sie besessen sind. Ein Hund, der ein Haus betritt, ist faktisch, also da betreten die Engel nicht das Haus. Das ist eins der intellektuellen Probleme, die ich gesehen habe zwischen Koraniten und dem Rest der islamischen Welt. Deswegen habe ich auch mich den Koraniten angeschlossen, weil ich fand das eine Zeit lang gut, die ganzen Alternativen, habe aber gemerkt, dass die Koraniten im Grunde genommen nur ein kleiner Haufen von Muslime sind, die versuchen, den Koran anders zu lesen, anders zu interpretieren. Aber ich habe auch Probleme bei den Koraniten gefunden. Wo hast du das Problem gehabt? Jetzt mal im Ernst, wo du als Koranit gelebt hast. Mit dem Koran. Ich tausende Probleme, da kann ich nicht eins nennen. Da kann ich viele Probleme nennen. Sure 65, Vers 4 zum Beispiel. Ja, okay, du hast den wie interpretiert? Wie hast du den gelesen? Wie hast du den verstanden, dass man da Kinder heiraten darf? Ja, ich habe Sura 65, Vers 4 gelesen, habe mir die frühesten islamischen Quellen genommen, Ibn Kathir und so weiter und so fort, und habe mir die frühesten Koran-Exegesen genommen, also 300 Jahre nach dem Islam, und habe sie mir angeschaut und habe einfach versucht zu verstehen, was bedeutet dieser Koran-Vers. Und ich weiß, dass die Koraniten diesen Vers anders lesen, weil sie faktisch jedes arabische Wort im Koran anders lesen als andere Muslime. Und das macht es mir sehr schwierig. Wenn nur 1% aller Muslime so denken wie die Koraniten, dann macht es mir sehr, sehr, sehr schwer, den Koraniten zu glauben. Deswegen verlasse ich mich lieber auf den Mainstream-Islam, weil das ist der repräsentative Islam. Das ist der Islam, der da draußen wirkt. Der also Koranit-Islam, der wirkt da draußen nicht. Ja, aber der, also du sagst halt praktisch, die Mehrheit ist die Wahrheit. Nein, ach, um Gottes Willen, das ist ein Argument von Ignoranz. Ja, es können 6 Milliarden Menschen an den Islam glauben, trotzdem kann der Islam falsch sein. Es können 3 Menschen an den Islam glauben und der Islam kann theoretisch wahr sein. Es geht nicht um Mehrheit oder. Das wollte ich. Ja, es geht nicht darum. Es geht einfach darum, dass sich die koranitische Leseart des Korans nicht durchgesetzt hat. Und da frage ich mich, warum hat sich die koranitische Leseart nicht durchgesetzt? Warum nicht? Klar, weil der Mehrheit einfach sagt,
entweder Sunnite oder Schiite. Ihr habt nichts zu melden. Warum haben Koranitengelehrte sich nicht mit den, warum, oder anders ausgedrückt, es gibt die Hausas, ja, im Iran. Es gibt die islamischen Institute von Indonesien bis Thailand. Recht herzlichen Dank. Es gibt die islamischen Institute von Kairo bis Indonesien. Und ich möchte wissen, warum die Gelehrten, die dort sitzen, nie zu dem Schluss kommen, zu dem die Koraniten kommen. Also kann ich dir ganz einfach sagen. Ja, da. Wenn einer im Nahen Osten oder in arabischen Ländern sagen würde, ich lehne die Hadith ab, dann hast du nur einmal reden hören und dann nicht mehr. Okay. Ja. Stimmst du mir dazu? Ja, da stimme ich dir zu, aber warum suchen die Koraniten nicht die Auseinandersetzung mit den Rechtsgelehrten in Europa oder in der westlichen Welt und fordern sie heraus? Was ich gemerkt habe, ist, dass mir die Koraniteninterpretation des Korans recht gut gefallen hat damals. Ja. Aber Tatsache ist, ich habe ja eben gerade den Koranvers hier vorgelesen, Sekunde, wo ich zum Beispiel... hier, Sura 78, Vers 29, wo ich gesagt habe, und sag, es ist die Wahrheit von eurem Herrn. Wer nun will, der soll glauben, und wer will, der soll ungläubig sein. Aber der hätte mir dieser Koranvers sehr gut gefallen. Damit hätte Allah sozusagen die Glauben... Und Sura 4, 137 zum Beispiel? Moment. Okay. Wo es heißt, ich glaube, das müsste 437 sein. Und der, wo beim Stürzenberger war, das war der Koranit, der Ozan war das. Der ist auch, glaube ich, bei dir gerade drin. 134, hast du gesagt? 4, 137. 137, okay, gehen wir mal weiter. Gewiss, diejenigen, die gläubig sind, hier auf ungläubig werden. Zu leiten. Fertig. Ich meine, guck mal, du sagst ja, die Sunniten, und das sind ja die Mehrheit, bei denen wird ja laut Hadithen ein Murtad getötet, ne? Genau. Jetzt frage ich natürlich dich, du kennst dich ja sehr gut aus, ich höre das hier raus. Und ich glaube dir auch, dass du mal Muslim warst. Also ich bin keiner, der wo jetzt irgendwas, irgendeine Behauptung da rausschießt, ohne zu wissen. Ich gehe davon aus, dass es so ist. Jetzt könntest du mir als Sunnite, wenn du ein Sunnite wärst jetzt, könntest du mir erklären, wieso ein Murtad getötet werden soll, wenn doch im Koran sowas gar nicht steht. Woher hat er das? Und wieso sollte ich jetzt daran glauben? Das Problem bei den Muslimen, die meisten Muslime, ist, sie kennen den Koran gar nicht, weil sie den gar nicht lesen. Sie googeln lieber oder sie hören auf irgendwelche Leute, die wovon den anderen gehört haben. Und die wurde wiederum von den anderen. Aber selber sich mal hinsetzen und um den Koran zu sich beschäftigen, macht doch keiner heute. Das weißt du ja selber. Heute erst recht nicht mehr, weil es ja Internet gibt. Ich gehe mal googeln, was sagt der Gelehrte dazu und welchen nehme ich jetzt an. So arbeitet doch die Muslime. Und wenn ich ganz noch, das hört sich vielleicht jetzt hart an, für Muslime, für Sunniten, für Schiiten, das hört sich vielleicht an, sehr hart an, aber den Islam hat keiner kaputt gemacht, außer die Muslime selber. Gut, also ich kann dir mal Folgendes sagen. Ich verstehe das. Bis zu einem bestimmten Grad habe ich damals auch so gedacht. Ich habe immer gesagt, die größten Grabesschaufler sind die Muslime selber für ihre Religion. Richtig. Ja, aber wenn Sure